Ja, huhu und herzlich willkommen wieder hier beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Und heute mit dabei vier junge, talentierte Vampire oder so. Und zwar einmal Mondschatten, die spielt Scarlett de la Sombra. Hallöchen! Und Feramin spielt Samantha, die Toreador. Hallo! Und Feder spielt heute Jelly, die Thinblood. Hi! Und last but not least, der Hahn im Korb, Ronan wird gespielt von Rerion. Hi! Ja, lange ist es her, seit wir die letzte Session spielen konnten. Auch hier in diesem Stream sei es nochmal erwähnt. Danke, große Firma mit dem Magenta-Tee für die lange Auszeit. Egal, gut. Wir spielen weiter mit Vampire V5. Wir spielen in der in einer Stadt ohne Namen. Und zwar, die liegt die ungefähr an der Grenze von Mexiko im schönen Bundesstaat Texas. Und viele Dinge sind dort schon passiert. Wir haben ja inzwischen schon, welche Folge haben wir eigentlich gerade? Da ein bisschen raus. 34? 35. 35, ja. Also viel passiert. Und außerdem, neben den Folgen, die ihr hier sehen könnt, passieren noch viele Dinge an. Mehr, die werden teilweise in Kurzgeschichten niedergeschrieben. Wenn ihr da Interesse habt an ein bisschen mehr Input aus dieser Welt, Stadt ohne Namen, dann schaut doch mal auf dem Patreon-Account von mir vorbei. Und wenn ihr da Lust habt, könnt ihr uns da unterstützen und ein bisschen mehr erfahren über die Charaktere und ihre Geschichten in der Stadt. Ein kurzer Rundumschlag für diejenigen, die vielleicht jetzt gerade erst einsteigen und überhaupt noch nichts wissen. Die Stadt hat eine Besonderheit, nämlich es ist eine Kleinstadt, das ist jetzt nicht so besonders, aber sie hat keinen Namen. Also zumindest sind sich die Menschen, die darin leben, nicht bewusst, dass die Stadt keinen Namen hat. Es scheint niemanden zu stören, hat auf irgendeinem Schriftstück oder sonst irgendwo mal einen Namen gelesen. Wo es irgendwie abgedruckt scheint, sieht man nur verschwommenes irgendwas. Niemand weiß, wie die Stadt heißt. Auch zu finden ist sie gar nicht so richtig gut, wenn man nicht genau weiß, wo man hin muss. Menschen scheint das, wie gesagt, überhaupt nicht zu stören. Vampire haben außerdem noch ein besonderes Manko in dieser Stadt. Sie können die Stadt nicht verlassen. Denn an der Grenze gibt es eine Art unsichtbare Barriere und die haben schon einige Vampire in dieser Runde ausgetestet. Das ist nicht so angenehm. Genau. Außerdem gibt es gar nicht mal so wenige Vampire für eine Kleinstadt in dieser Stadt. Unsere Vampire haben es über die 35 Folgen geschafft, zumindest teilweise an Machtpositionen innerhalb der Camarilla zu kommen. Allerdings gibt es so das große Problem der Stadt ist, dass, wie soll ich das jetzt ausdrücken, die Vampirgesellschaft steht so ein bisschen am Rand, an der Schwelle zu einem Krieg. Und zwar Camarilla gegen Anarchen. Und zwar sollte es die Anarchen in dieser Stadt eigentlich gar nicht geben. Dann sind sie doch wieder aufgetaucht, woher auch immer, haben sich irgendwie organisiert und haben auf dem Elysium Rechte gefordert. Der neue Prinz, der neu gewählte Prinz der Stadt, hat ihnen auch ein paar Rechte zugestanden, hat sie geduldet erstmal und jetzt rumort es irgendwie. Weil vor kurzem der Bucher Primogen, eine ehemalige Spielerin hier, Dr. Angela, entführt worden ist. Und Zeugen gab es nicht wirklich richtig, aber diejenigen, die irgendwas darüber wissen, verdächtigen Bucher. Und Bucher gibt es in dieser Stadt außer dem Bucher Primogen in der Camarilla gar nicht, sondern nur bei den Anarchen.
Und ja, das hat zu einigen Vorwürfen geführt. Die Anarchen bestreiten natürlich jegliche Beteiligung an allem. Vielleicht kann Jelly heute da ein bisschen Aufklärung bringen, weil die ist als vorgestellter Ghoul der Brucha Primogen dabei gewesen und beim Angriff. Und was mit ihr passiert ist, das könnt ihr unter anderem auch auf Patreon in nachlesen in den Kurzgeschichten. Da gibt es noch einen zweiten Teil, den werde ich morgen veröffentlichen, außer der Reihe, damit ihr auch da wisst, was mit Jelly komplett passiert ist. Also den kleinen Story-Arc aus dem Off könnt ihr dann da nachlesen. Genau. Um ein bisschen für die Leute, die nachgucken oder die jetzt gerade erst einsteigen, ein bisschen die Beziehungen untereinander mal klarzustellen. Wir haben Samantha hier in der Gruppe, eine Toreador, die Probleme in Anführungsstrichen in der Stadt hat. Sie ist die Harpier, das ist schon mal irgendwie, sie ist von dem neuen Prinzen zur Harpier ernannt worden, baut gerade einen Tanzclub auf, der befindet sich gerade im Bau. So ein paar Rohdinge hat man schon fertiggestellt, zum Beispiel einen Gefängniszellentrakt im Keller. Und außerdem wohnt Ronan im Keller. Also nicht in der Gefängniszelle, sondern so in dem Bereich. Manchmal auch in der Gefängniszelle, wenn es denn sein muss. Ronan selbst ist der Sheriff der Stadt. Allerdings wurde er bloßgestellt von einem Stalker, den Samantha hatte. Und muss deswegen ein bisschen so den Kopf unten halten. Und kann nicht so offen agieren, wie er es gerne würde. Der Ex-Klüngel von Samantha hat ihm aber einen Gefallen getan und hat bei der Polizei Akten vernichtet, weswegen Ronan denen jetzt einen Gefallen schuldet. Und Sam ist nicht so gut, auf den Ex-Klüngel zu sprechen. Ganz anders ist es bei Scarlett. Die hat denen mal Unterschlupf gewährt und die sind ja eigentlich ganz nett zu ihr und sie zu ihnen, also warum dann nicht? Scarlett ist auch vor kurzem erst zu der Gruppe dazugestoßen. Eigentlich ist sie ziemlich zurückgezogen in ihrer kleinen Bibliothek. Als La Sombra in der Stadt geduldet, wenn auch nicht gern gesehen, hat man sie schon spüren lassen. Ja, und diese drei zusammen haben außerdem noch die Hintergrundgeschichte von Samantha aufgedeckt. Sam scheint eigentlich ja geplant worden zu sein von ihrem Sire. Und zwar von der Geburt an, schon von vor der Geburt an. Und da ist ein bisschen merkwürdige nekromantische und blutmagische Rituale sind da vonstatten gegangen. Und man schaut jetzt, also Sam weiß noch nicht genau, wie man damit umgeht. Scarlett findet das alles irgendwie aus wissenschaftlichem Interesse sehr interessant. Und Ronan, mag Sam einfach und versucht dir jetzt einfach beizubringen, irgendwie ist es doch egal, was da passiert ist, du bist halt Sam, ne? Und Ronan hat aber auch noch nebenbei noch so bei seine eigenen Probleme, denn während die ganze Sache aufgeflogen ist mit Samantha, hat sich herausgestellt, dass Ronan einen Geist verfolgt. Und wir haben beim letzten Mal rausgefunden, dass es seine Ex-Frau, also seine Frau ist, die verstorben ist. Und Scarlett hatte in einer Seance mit den anderen diesen Geist ein bisschen befragt oder herbeibeschworen. Das war eine sehr surreale Situation. Und so richtig kann Scarlett aber noch nicht umgehen mit Geistern, obwohl sie das ganz gerne würde und es so immer so tut, als ob sie das total gut könnte, aber nicht so richtig. deswegen hat das nicht ganz so richtig gut geklappt, wie es eigentlich sollte. Ja, währenddessen ist Jelly ja verschwunden gewesen. Jelly ist ein Thinblood, deswegen in der Vampirgesellschaft das Allerniedrigste vom Allerniedrigsten, unter dem noch. Und Ronan hat sie das Glück, dass Ronan so ein feinfühliger Vampir ist und sie total gut leiden kann, weil sie durch dick und dünn gegangen sind, bevor sie in die Stadt zusammengekommen sind. Und wie ihr in den Kurzgeschichten nachlesen könnt, die zwei sind mehr als so
Wir haben eine schöne Vampir-Romanze am Laufen. Und ja, Jelly ist sogar Ronans Touchstone und umgekehrt, wenn ich das so mitbekommen habe. Stimmt das? Ja. Keine Ahnung, hatten wir das mal abgesprochen? Weil wenn ja, steht es bei mir noch nicht. Aber ich kann es ja nachtragen. Also zumindest von Ronans Seite habe ich es schon dokumentiert eingetragen. Weil ich glaube, wir waren uns damals nicht sicher, ob ein Vampir ein Touchstone sein kann. Weil ja, das haben wir hausgeregelt, das funktioniert bei uns. Ja. Okay. Musst du nicht, Schatz, kannst du. Ich bleib einfach weg. Ja, währenddessen Scarlett und Sam tragen beide auch noch ein gemeinsames Schicksal, denn die beiden Sire von den beiden, die unterschiedlichen Sires von den beiden, wurden beide von dem gleichen Vampir getötet, der auch aus dieser Stadt kommt. Also da sind ein paar Parallelen erkennbar. So, und ja, das aktuelle Problem ist einerseits der Geist von Ronan, das Verschwinden von Jelly, und der Klüngel hat sich aufgemacht und hat einen Auftrag bekommen, also Ronan hat einen Auftrag bekommen von der ehemaligen Seneschall und der Tremere Primogen, denn die hat Informationen bekommen, dass die Anarchen versuchen, eine kleine Armee aufzubauen und ungezielt Vampire erschaffen und dadurch eben auch Thinbloods entstehen, was ja überhaupt nicht geht. Ja, und sie hat die Namen von zwei Highschool-Teens bekommen, die angeblich irgendwie ihre Mitschüler angegriffen haben. Und da wollten Ronan, Sam, Scarlett und Bruce mal ein bisschen hinterher. Bruce ist währenddessen ein bisschen raus, denn der hat wiederum ganz andere Dinge erlebt zwischen dem 21. Januar 2019 und jetzt dem 23. Januar 2019, den wir heute spielen. Wenn ihr wissen wollt, was Bruce passiert ist, müsst ihr die letzte Folge von der Hunter-Runde gucken. Und auch da gibt es eine Kurzgeschichte bei den Patreons noch. Ja. Und der Bruce ist im Chat hier, der ist nämlich absichtlich heute nicht hier, weil durch die Ereignisse der Hunter-Runde hat er gesagt, ich muss erstmal IT ein bisschen und den Kopf untern halten. Und deswegen ist heute auch Jelly da. Oder auch nicht. Mal gucken. Gut, wir haben vor der Session uns entschieden, dass der Klüngel in den zwei Tagen, die wir jetzt nicht bespielt haben, die Teens einkassiert hat. Quasi gefangen genommen hat. Wie genau, das werden sie euch gleich wahrscheinlich erzählen. Und in dem noch im Aufbau befindlichen Tanzschuppen von Sam, der immer noch keinen Namen hat, ne? Aber gut, der ist auch noch nicht eröffnet, im Keller in dem Gefängnistrakt festgehalten werden. Genau, und das war der Rückblick und einen kleinen Disclaimer noch vorneweg, bevor wir jetzt genau einsteigen. Wir spielen hier ein Rollenspiel, das heißt, wir spielen Rollen wie Schauspieler im Fernsehen, also auch ihre Rollen spielen wir hier andere Rollen. Und bitte alles das, was unsere Charaktere machen, das sind nicht wir, sondern das sind die Charaktere. Bitte fühlt euch frei, die Charaktere zu hassen, aber bitte nicht uns. Und falls ihr irgendetwas hier in diesem Stream erlebt, was euch irgendwie triggert, auf irgendeine Art und Weise, bitte schaltet aus. Niemand ist gezwungen, das Ganze hier anzugucken und sich selbst damit irgendwie Schaden zuzufügen. Also seid selbstverantwortlich und macht dann aus, wenn ihr das nicht mögt. Gut. Ich hatte ja gerade schon gesagt, ihr habt die Jugendlichen einkassiert. Das ist natürlich die große Frage, wie und warum und wie verhalten die sich und wie verhaltet ihr euch denen gegenüber? Ja, wir hatten ja gesagt, wir gehen zu diesem, da war ja ein Football,
Doch, American ein Football, Football ist Quarterback Football. Und ein Cheerleader. Genau. Dass da irgendwie ein Training war und wir da hingegangen sind. Wir wollten eigentlich ja Bruce als den quasi, nee, Ronan wollten wir, glaube ich, als Talentsucher präsentieren und Bruce so ein bisschen als den Geldgeber oder irgendwie sowas. Oder als ein, glaube ich, der schon Erfolg gehabt hat oder so, weil er ein bisschen sportlicher aussieht, ein bisschen stämmiger ist. Ja, und ich eben quasi so als neue Schülerin, die halt jetzt das erste Mal bei dem Training irgendwie mit auftaucht oder irgendwie, weil ich ja die Jüngste bin. Und dann werden wir halt irgendwie, werde ich ja eben versucht haben, mit denen ans Quatschen zu kommen. Also wahrscheinlich primär mit ihr, weil sie ja bei den Cheerleadern war und ich auch Cheerleader bin, also da mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und dass man nach dem Training, was sie sich noch beisammen steht und dass dann ihr Freund dazu kommt und dann würde Sam da ihre Präsenz eingesetzt haben, um die beiden da so, ach komm, lass uns doch noch was trinken gehen, dann können wir ja vielleicht reden, weil eventuell haben wir ein Angebot für euch oder für den Quarterback vor allem, weil hier der Talentsucher und tralala und Ja, also Bruce ist ja, wie gesagt, nicht aufgetaucht. Der ist ja weg. genau. Das heißt, ihr müsst das ohne Bruce wohl gemacht haben. Vielleicht hat Scarlett da irgendwelche Sachen übernommen noch oder so. Ja. Aber sonst habt ihr sie irgendwie mit toreadorschen Mitteln irgendwie einkassiert. Und das ging auch relativ gut. Also ohne dass da jetzt irgendwie, natürlich ist das ein großer Aufschrei gewesen. Auch geht auch ging auch durch die Presse der Stadt, dass halt zwei Schüler verschwunden sind. Aber anscheinend hat euch niemand gesehen oder sonst irgendwas davon mitbekommen. Zumindest nicht, dass ihr davon wüsstet. Wenn wir die dann in den Keller verfrachtet haben, also ich denke mal, wir werden die zwischenzeitlich betäubt haben. Das macht halt Sinn. Wird Ronan von jeweils einem eine Blutprobe genommen haben. Und ist jetzt die nächsten Tage daran mit beschäftigt, die zu analysieren. Um zu gucken, ob sich da irgendwas Übernatürliches zeigt oder nicht. Ja. Gut. Scarlett hätte sich gleich danach in die Bibliothek zurückgezogen und die ganzen Unterlagen von Alexander durchgeguckt, dünnblütige, was kriege ich an Informationen, was können die, woran kann man die erkennen und so weiter, sich also versucht zu belesen, alles, was er vielleicht darüber hat, falls er was Ja, du findest halt die ganzen alten Geschichten, die Gruselgeschichten über die Dünnblütigen, dass sie das Anzeichen von Gehenna sind, dass sie, wenn sie irgendwann in Massen auftreten, dass dann das Ende naht, dass sie deswegen unter Kontrolle, wenn nicht sogar komplett verboten werden müssen, sofort ausgerottet werden müssen. Das ist halt das gängige Kamarilla-Wissen. Ja, du findest irgendwie Gerüchte darüber, dass es sogar Dünnblütige irgendwann gibt, die im Sonnenlicht umherlaufen können. Dass es sogar mal vorgekommen worden sein soll, dass ein Dünnblütiger sogar ein Kind bekommen hat. Und Also ein richtig sowas. echtes Kind, Ja, also genau. richtig. Also, dass man quasi den Unterschied zwischen Vampir und Mensch gar nicht mehr unterscheiden konnte. Okay. Und ja. Ansonsten ist die Vorgehensweise, was man machen muss, wenn man einen Dünnblütigen trifft oder so. Also richtig erkennen kann man die wie andere Vampire jetzt auch irgendwie ja dann ziemlich schlecht, weil entweder kann man sie von den Menschen nicht irgendwie unterscheiden oder man kann sie nicht von den Vampiren unterscheiden. Woran man sie am meisten erkennen kann, ist, dass sie meistens keine Einführung in die Maskerade bekommen haben, was die zusätzlich nochmal gefährlich macht. Da sie meistens entstehen, wenn irgendwelche Niedriggenerationen-Vampire einfach so jemanden zeugen, ohne dass sie es dürfen. Das heißt, es sind meistens marodierende Vampire, die irgendwie die Maskerade brechen und gerade allein deswegen schon gefährlich sind. Und wenn man sie denn am Leben lässt, dann kennzeichnet man sie. Besonders die Tremere machen das gerne mit einer Art Halbmond. Symbol werden auf blutmagische Weise mit einer Art ja, Branding versehen. Und dann für die Vampirgesellschaft und alle anderen auf jeden Fall erkennbar zu sein.
Ganz allerliebst. Okay. Ja, und Fähigkeiten? Weiß man nicht. Okay. Man hat schon welche gesehen, die schnell rennen konnten, die sich verdunkelt haben. Es ist, ja, das ist auch das zweite Gruselige an denen. Man weiß nicht genau, was sie können. Gut. Ja. Solange die Dünnblütigen nicht anfangen, im Sonnenlicht zu glitzern, ist alles halb so wild. Wer weiß, Zwergpaladin, man weiß so viel nicht über die Dünnblüter. Vielleicht glitzern sie irgendwann. Ja. Gut, also habt ihr, Samantha wird wahrscheinlich ständig mit irgendwelchen Presence-Tricks die beiden ruhig halten in der Zelle. Ronan forscht an dem Blut. Wie machst du das? Naja, zum einen ist der Vorteil, er hatte ja relativ viel Zeit, um mit Jellys Blut ein bisschen herumzuspielen. Also von daher, also, man kann es zwar in dem Sinne nicht mehr so markieren in dem Sinne, aber ich denke mal, es wird eine gemeinsame Basis geben bei Dünnblütigen. Irgend halt so was meine Blutart feststellt. Und mit Bluthexerei kann man das tatsächlich feststellen, ob jemand dünnblütig ist oder nicht. Hast Kommt du natürlich die entsprechende Fähigkeit an. Dafür? Genau, habe ich. Kommt aber natürlich darauf an, wie dünn das Blut tatsächlich ist. Ja, dann mach mal einen Test auf deine Fähigkeit. Und sag uns auch, wie das aussieht, was du da machst. Und ja, das ist tatsächlich relativ unspektakulär, da er hat ja kein Labor, wo er das wirklich genau destillieren könnte oder so. Das heißt, es sieht dann so aus, dass er die Blutprobe nimmt. In dem Reagenzglas herumschwenkt, dann mit einer Pipette das auf so einen Objektträger setzt, ein paar lateinische Formeln herunterrezitiert, irgendwas mit Sanguine und dann an seine Ausbildung denkt, was ihm schon allein sehr schwer fällt und dann dass diesen leicht angetrockneten Blutfleck auf die Zunge legt mit dem Reagenzglas, drüber leckt, den also aufnimmt und dann im Mund hin und her schwenkt. Wie einen guten Wein. Genau. Muss ich gerade mal gucken. Wo habe ich es denn? Irgendwo habe ich es mal aufgeschrieben. Schon so lange her, Hilfe. Beobachtet Sam Ronan dabei? Ja. Und guckt auch immer wieder sorgenvoll zu den Teenies. Ich weiß nicht, ich denke mal, wir werden denen einfach mal Essen angeboten haben. Nur Essen tun die. So, ich hoffe, der würfelt jetzt richtig. Es ist ja auch so dieses. Aber Jelly kann ja, ich meine, Jelly füttert ja alles Mögliche. Also ist es jetzt nicht unbedingt. Möchtest du Willpower ausgeben, Ronan? Weil der Wurf war jetzt nicht so der Brüller. Das ist wohl wahr. Auf Hunger 0 bist du auch nicht, übrigens, glaube ich. Oder hast du zwischendurch jemanden getötet? Nicht, dass ich wüsste. Dann bin ich bei Hunger 1. So. Das macht mehr Sinn. Ja. Willpower auf jeden Fall würde ich ausgeben, ja. Ja, dann sag ich mal, zwei Würfel kannst du nochmal neu würfeln. WP Reroll? Ja, zwei Stück. Einer davon wird eben der Hungerwürfel gewesen sein. Ja, kommt noch ein Erfolg dazu. Dann kann ich es schon mal bei einem von beiden nicht aktuell nicht feststellen. Okay, dann weißt du es zumindest. Such dir aus, bei welchem, bei dem Mann oder bei der Frau?
Moment, ich guck mal. Okay. Dann mache ich 1 bis 3. Bei ihr kann ich's nicht, konnte ich es nicht feststellen. Ja, und er ist eindeutig Sindler. Okay. Und? Ja. Also, ihr Blut ist so dünn, da schmecke ich gar nichts raus. Es ist wie Suppe. Kann sein, kann auch nicht sein. Muss ich die Tage noch mal näher beobachten. Aber eher, ja. Ach, verdammt. Ich kann allerdings keine Aussage über irgendwelche Kräfte oder sonst was treffen. Was machen wir denn mit ihm? Gute Frage. Naja, der Auftrag von meiner hochverehrten Primogen ist ja klar. Auf der anderen Seite gilt das hier noch nicht unbedingt als Beweis dafür, dass die Anarchen tatsächlich irgendwas machen. Ja, aber er ist ein Thinblood. Das ist definitiv schon mal geklärt, oder? Er ist ein Thinblood, ja. Die Frage ist, woher? Es wäre gut zu wissen, wie das passiert ist. Ob er eine Gedächtnislücke hat, irgendwas muss mal passiert sein. Und ich habe da ganz böse Erinnerungen, wie sowas auch vielleicht passieren könnte. Dann müssen wir mit ihm reden. Aber sobald wir das wissen, du solltest Sabra irgendwas liefern können. Der Auftrag kam ja nicht von Sabra. Ja, aber sie schaut ja, ich bin mir ziemlich sicher, seit dieser Geschichte mit dieser Explosion schaut sie dir extrem auf die Finger. Und von daher wäre es gut, mal schönes Wetter mit dir zu machen. Schon, aber da wird auch die Aussage sein. Vielen Dank, umbringen. Was mein... Das ist aber auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, natürlich, aber es würde dir vielleicht trotzdem helfen, wenn du ihr seine Asche bringen würdest. Du musst dir die Finger nicht selber schmutzig machen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass Finn Platz überhaupt zu Asche zerfallen. Dann müssen wir das halt auch rausfinden. Aber eigentlich sollten wir wirklich zuerst mit ihm reden und versuchen herauszufinden, warum er jetzt ist, was er ist. Ich kann zumindest feststellen, ob er uns die Wahrheit sagt. Also vielleicht fragst du ihn und setzt deine Kraft deiner Mitte, die sehr gewogen ist. Und ich schaue in seinen Geist. Und hoffe, dass ich da nicht nur Football und Brüste sehe. Dann sollten wir die beiden aber vorübergehend trennen. Mhm. Sollen wir ihn ins Büro hochnehmen? In Handschellen. Glock. Joseph. Hier eingeblendet übrigens das Bild von dem guten Kerl, der Arme. Der sieht viel zu freundlich aus, das geht schon wieder nicht. Guck, wir groanen. Ja. Kommst du mal mit? Wir würden gerne mit dir reden. Ah, klar. Dann lassen wir ihn da aus dem Käfig raus. Klack. Und nehmen ihn mit hoch ins Büro. Vielleicht findet der das ja in Kombination mit Sam und den Handschellen sogar lustig. Ja, der wirkt so ein bisschen, der bemerkt das gar nicht richtig. Er guckt halt die ganze Sam an.
Dann gehen wir hoch ins Büro und ich würde da oben die Tür zuschließen hinter uns, dass, falls er aus irgendwelchen Gründen auch immer aus diesen Handschellen rauskommt, nicht sofort. Also einfach, um noch ein Hindernis zu haben, um ihn da zu halten. Ich muss mir was fragen, Joseph. Hast du in letzter Zeit irgendwie mit komischen Leuten zu tun gehabt oder sind komische Leute auf dich zugekommen, haben dir irgendwelche Angebote gemacht? Leute, die nicht bei dir auf die Schule gehen? Weiß nicht. Also ich habe mit ganz vielen Leuten zu tun. Aber keine sind so hübsch wie du. Ja, ich meine, kann es sein, dass du dich in letzter Zeit so ein bisschen anders fühlst irgendwie oder auf einmal Du schneller gehst ja rennen auch nicht bei kannst? uns auf die Schule, oder? Noch nicht, nee. Aber ich meine jetzt andere Leute als mich. Oder Die sind weil mir ich. egal. Ja, es würde mich trotzdem interessieren. Erzähl mir mal, was du so in den letzten 2, 3 Wochen so gemacht hast. Das war doch, glaube ich, ungefähr der Zeitraum, in dem wir die Infos hatten, oder? Erzähl mir von deinen letzten 2, 3 Wochen. Er erzählt dir sehr viel Football- und Mädchengeschichten. Und saufen und Party machen. Betrinkst du dich häufiger? Ist das schlimm? Ist jetzt nicht so toll. Ist es da vielleicht mal passiert, dass du dich an irgendeine Party nicht mehr so richtig erinnern kannst? Oh, ständig. Ich würde Ronan angucken mit hochgezogenen Augenbrauen. Dann wird Ron mal rumgehen und immer was ins Ohr flüstern. Frag ihn mal, ob irgendwie ein neues Partygetränk oder eine neue Partydroge im Umlauf ist. Ich hoffe, dass er nein sagt. Alles klar. Was trinkst du denn so auf diesen Partys immer? Mal das, mal das. Ja, bisschen genauer schon. Was ist denn gerade so angesagt hier bei euch an Drinks? Also ganz neu sind die Partys draußen in der Wüste, wo man diese neuen Shots kriegt. Ich kenne ja auch die Geschichte von Ronan. Ich gucke Dann ihn nur steht da so. an. Wer macht denn diese Partys? Keine Ahnung. Na, irgendwer muss doch da hinter der Theke stehen. Sind es Leute, die du kennst? Oder wie hast du überhaupt von diesen Partys erfahren? Bin eingeladen worden von einem Mannschaftskollegen. Fast die ganze Stufe geht dahin. Echt schwer, das nicht mitbekommen zu haben. Aber gut, du bist ja nicht bei uns in der Schule. Ja, eben. Und deshalb möchte ich wissen, wer die Partys denn macht. Ja, weiß nicht, das ist immer spontan. Kommt so. WhatsApp haben die in Amerika nicht. Was ist dieses WhatsApp Variante FaceTime oder nicht, keine Ahnung. Also die amerikanische WhatsApp Variante. Ich weiß nur, dass Amis kein WhatsApp benutzen, von daher. Kannst du mir die mal zeigen? Kommt hier mit meinem Threema. Da, über Threema kommt das immer rum. So. Zeig mal. Holt sein Handy raus, wenn ihr das ihm noch gelassen habt, ansonsten. Sonst gebe ich es ihm wieder. Wenn wir es ihm weggenommen haben, dann gebe ich es ihm wieder. Zeigt dir so und dann, ja, ist da so eine Gruppe halt, Partygruppe. Wer ist denn da alles drin? Geh mal auf die Mitgliederliste. Da sind bestimmt 50, 60 Namen drin und die Einladungen kommen immer von wem anders. Kann man das irgendwie exportieren? Sind gerade draußen.
Zur Not schreibst du es ab. Ich würde noch mal Willpower schmeißen, zum noch ein paar Erfolge holen. Ja. Er sagt mir 3, könnte ich. Kommt das hin? Ja. Gut. Das sind 4. 4, ne? Ja, 4. Und dann darfst du jetzt mal dagegen würfeln mit Composure und Subterfuge. Also für ihn halt. Er ist ja nicht betäubt in dem Sinne, deswegen könnte er sich dagegen wehren. Drei Erfolge. Vier, dann war gut. Dann klappt es zumindest. So, ich guck mal gerade. Okay, dann kann ich zumindest herausfinden, wie ist seine Gefühlslage, dass er übernatürlich ist. Und ob er unter Einfluss von Magie oder einer Disziplin steht aktuell. Also einer geistesbeeinflussten Disziplin. Oder unter halt sowas wie Thaumaturgie oder sowas. Nö. Okay. Also er steht unter Geistesbeeinflussung, ist ja kein Präsenz, von daher. Ja. War Regina auch mit dir auf den Partys? Ja. Und trinkt sie auch gerne? Ich meine, diese Shots, wer trinkt dir die alle? Hast du nicht gerne? Ich bin bei solchen ominösen Shots immer so ein bisschen vorsichtig. Wo denn in der Wüste? Mal da, mal da. Exendit F-Punkte immer ab. Nicht nach einem Muster. Aber klar, die kennen sich doch. Ja. Also was sie sehen können, die kriegen halt immer GPS-Daten geschickt, wo das stattfindet. Dass das Ganze ein bisschen hip macht, weil man muss erst rauskriegen, wo man hin muss und so. Es könnten wirklich alle sein. Je nachdem, wie viel sie trinken und wie häufig. Hast du eine Ahnung, wie viel sie brauchen, um... Ja, es scheint ja nicht, naja, also eigentlich... Du hast gesagt, es macht ziemlich schnell süchtig. Es macht süchtig, ja, aber das verwandelt sie in Ghule, nicht in Thinbloods, wenn sie Shots trinken. Das heißt, er muss trotzdem ausgesaugt worden sein. Aber das kann natürlich in einer Euphorie passieren und er merkt es gar nicht, wenn er mit einer rumknutscht. Ja, ich meine, wenn er sich, wenn er regelmäßig Filmrisse hat, dann... Ist es ein Kinderspiel. Und durch diesen, ja, und dann finden wir vor allem auch nicht raus, wer genau das war. Richtig. Und durch diesen Reiz der Jagd macht es das natürlich besonders spannend. Wir brauchen Bruce für die Wüste. Nun, Bruce ist die ganze Zeit nicht erreichbar, schon seit Tagen. Sowas hinterlässt immer irgendwo Spuren. Sei es ausgetretene Kippen, Bierdosen, irgendwas. Ja, ich meine, wir können auch einfach sein Handy behalten und sobald die nächste Einladung kommt, selber hinfahren. Das ist gut. Hm.
Meinst du, wir können noch irgendwas aus ihm rausbekommen? Dass er die ganze Zeit seine Titten anstarrt? Scheiße, nein, er sagt die Wahrheit. Verfluchte Scheiße. Aber schaffen wir ihn erstmal zurück, ich muss denken. Ich würde eher sagen, ich ziehe so die Schublade auf vom Schreibtisch, wo diese Machete drin liegt. Und zwar so, dass Ronan sie sehen kann. Das sollte Sabra etwas bieten können. Ronan hebt mal so den Arm so mit der runterbaumelnden Knarre. Wir bringen noch niemanden um. Du hast gesagt, er ist ein Thinblatt. Ich töte Thinblatts kategorisch nicht. Ich weiß, aber bei Jelly ist das was anderes. Letztlich ist er auch quasi männlicher Jelly. Du weißt nicht, wie viel Einfluss die Anarchen auf ihn haben. Nein, natürlich nicht. Aber er ist unschuldig. Scarlett kann gerne dazukommen, wenn sie gerade möchte. Ist irgendwie ständig in Austausch stehen mit den anderen wahrscheinlich. Dann würde jetzt mal so ganz derbe jemand an die Tür klopfen, weil das Büro ist ja abgeschlossen. So, vom, vom, vom. Leute, seid ihr da drin? Wieso ist die Tür abgeschlossen? Da würde ich zur Tür gehen, die Tür aufreißen. Bist denn du wahnsinnig? Oh Gottes Willen! Wenn ich nicht schon tot wäre, dann hätte ich jetzt einen Herzinfarkt gehabt. Entschuldigung. Rein. Ja, ihr seht, Scarlett ist ein bisschen, der Dutt ist ein bisschen zerzauster als sonst. Sieht wohl so aus, als ob sie ein paar Nächte durchgemacht hat, vielleicht auch ein bisschen in den Tag hinein und einen Haufen Bücher auch unterm Arm hat und jetzt reingewuselt kommt. Oh. Bringen wir ihn erstmal in den Keller zurück und unterhalten uns dann. 72 Stunden. 72 Stunden? Was? Zeit läuft. Schön! Toll! Da läuft die Zeit! Ja! Yippie, Schweinebacke! Ich bringe ihn mal in den Keller. Habe ich was verpasst? Na, ist auf jeden Fall egal. Also ich habe jedenfalls mal die ganzen Unterlagen hier durchgeguckt von meinem werten Herrn Erschaffer und bin kein Stück klüger als vorher, aber... So macht die Kippe aus. Also nicht psch, wie sehr ruhig, sondern psch, macht die Kippe aus. Ach so, aus. Okay. Und zündet sich sofort die nächste an. Fantastisch. Na gut, an Lungenkrebs kannst du ja nicht mehr sterben. Konntet ihr was rauskriegen? Er lässt sich wirklich schwer in Sams Stuhl fallen. Das sieht nicht besonders erfolgreich aus. Hi, Scarlett. Hallo, ja, Entschuldigung. Ich bin ganz aufgeregt. Du bist doch schon etwas länger hier. Quasi mein Leben lang. Hast du da mal was von einem Buscrash mitbekommen in der Stadt? Ja, der Herr Stoker hat mal irgendwas darüber erzählt. Ich habe mich aber nie sonderlich dafür interessiert. Das war ich. Ah, okay. Wo bin ich in die Stadt gekommen? Und ein paar andere.
Anscheinend hat er für feurige Auftritte ein, ein Händchen. Also, in der Stadt, wo ich vorher war, wurden wir vom Prinzen beauftragt, diesen, in diesen Bus zu steigen, weil unter den jungen, hippen Rave-Leuten eine neue Wunderdroge im Umlauf war. Einige sind durchgeknallt, einige sind so ein bisschen ausgerastet. Dann sind wir in den Bus rein. Ich habe so ein bisschen was von der Droge aufgeschnappt und hey, kein Hiebenblut drin. Und Mr. Baseball-Legende 101. Du meinst ihn hier? Ja, der gerade nach unten geschleppt wird. Ah, okay. Hat gerade bestätigt, dass sie in der Wüste immer wieder Leute treffen und die wilde Partys mit total geil knallenden Shots machen. Das heißt, die können Dünnblütige erschaffen mit diesen Shots. Ich glaube nicht in dem Sinne, aber sie gulen sie. Aber warum gehen die dann auf andere Mitschüler los? Weil sie Hunger haben? Naja, ich würde wieder reinkommen und die Türe zu machen. Dieser hier zumindest ist ein Thinblood. Und jetzt, genau, und jetzt wird es richtig lustig. Seine gesamte Stufe geht dorthin. Hey! Und in einem Adressbuch stehen locker 50 Leute. Und nachdem er regelmäßig Filmrisse hat, ist er auch nicht in der Lage gewesen, uns zu sagen, wer ihn geschaffen hat. Da braucht sich ja nur mal einer auf seinen Schoß setzen, zubeißen, vorbei. Herzlichen Glückwunsch. Aber was will ja. man mit Thinblood? Ein Herr am Thinblood. Drei Möglichkeiten. Erstens, niemand verdächtigt sie. Zweitens, sie können tagsüber rumlaufen und wenn man sie entsprechend manipuliert, sind sie eine hochgradige Gefahr für alle Kaiditen, weil sie eben tagsüber rumlaufen. Genau, das habe ich gelesen. Drittens, möglicherweise ist es einfach ein richtiges In-dein-Gesicht-Statement à la, hey, guck mal, wir lassen Gehenna auf euch los. Das ist es. Wir haben von Angela erfahren, dass Adam, ihr Sire, gehört ja zu den Anarchen. Und wir haben von ihr erfahren, dass er es liebt, Chaos zu stiften. Allerdings, also, ja. Ich würde sagen, eine Horde Teenager-Thinbloods erschaffen, fällt eindeutig in die Kategorie Chaos stiften. Und man rechne mal durch also eine gesamte Highschool, wie viele Schüler dahin gehen. Aber was ist der Hintergrund dieser ganzen Geschichte? Ich meine, gut und schön, wenn man jetzt als Anarch sagt, okay, wir wollen die Kamarilla ärgern. Machen wir halt ganz viele Thinbloods. Lassen wir es mal außen vor, wie das geht. Wenn die Menschen aber aufmerksam auf uns werden, egal wie, dann fällt das auch auf die Anarchen zurück, weil die haben ja das gleiche Problem wie wir. Die kommen hier nicht weg. Können Thinbloods aus der Stadt? Wurde das ich glaube schon nicht. Ich glaube nicht. Ich meine, ich würde Ronan lange anschauen. Ich glaube nicht. Keine Ahnung, vermutlich nicht. Apropos Thinbloods und apropos halb außerhalb der Stadt. Wir schwenken mal rüber in die Wüste. Ist das dein verdammter Ernst? Du bist jetzt schon wieder weg. Willst du mich verarschen? Und wo zur Hölle bin ich eigentlich? Hallo? Boah, leck mich doch am Arsch. Au. Habe ich mein Zeug eigentlich wieder? So halbwegs? Fehlte ja Zeug, als ich aufgewacht bin. Sowas wie ein Handy. Ich weiß ja nicht, inwiefern du das irgendwie an dir hattest, dass du durch das Fenster gesprungen warst, aber... Normalerweise hat sie das in der Hosentasche dabei. Ja, dann hast du es noch, aber hier draußen in der Wüste ist nicht viel mit Empfang. Weißt du was?
Leck mich. Ja, ich stiefel einfach mal los. Orientiere mich an den Lichtern der Stadt, weil ich will, ich habe keinen Bock, in irgendeine Barriere zu laufen. Ja, und bin dabei so ein bisschen leise am vor mich hinfluchen und die ganze Zeit über meine Arme und über meine Hände am Tasten, über mein Gesicht. Ja, die Narben sind natürlich da. Ich bin total kribbelig in den Fingern. Guck mich immer wieder um. Wahrscheinlich verschrecke ich nur ein paar Kojoten oder so. Keine Ahnung, die nicht so weit draußen mit dem Rechnen. Ich würde mal mein Handy im Auge behalten, weil irgendwann hast du natürlich wieder Empfang, klar, wenn du dich der Stadt näherst. Sobald ich irgendwas in Richtung Internet habe, würde ich nämlich mal Google Maps aufmachen. Ich weiß, dass die Stadt nicht angezeigt wird auf Google Maps, aber ich würde mir die Koordinaten raussuchen und gucken, in welche Himmelsrichtung ich eigentlich gerade laufe und überhaupt. Und dann würde ich mir die Koordinaten merken und die Himmelsrichtung, damit ich ungefähr wieder zurückfinde an dem Ort, von dem ich gerade hergekommen bin. Und wehe, der ist nachher nicht mehr da. Wehe. Ich buddel die verdammte Wüste um. Wehe, tu mir das nicht an. Gott, ich werde wahnsinnig. Und ich führe Selbstgespräche. Shit. Wohin führt dich denn dein erster Weg? Ich werde wahrscheinlich auch so ein bisschen Geld noch mit dabei haben. In den 24-7-Store. Mhm. Dann werde ich da Haarfärbemittel besorgen. Ja. Und irgendein billiges Oberteil, weil meins ist komplett zerschlitzt und voller Blut. Und meine Jacke ist auch dahin und meine Hose und überhaupt. Der Typ wird wahrscheinlich so, was zur Hölle, wenn ich da durch die Tür stapfe. Und ich werfe ihm nur so einen Blick zu. Frag nicht, war eine lange Nacht. Ja, du kriegst, der guckt dich irgendwie schnell weiter. Als du den Store aber verlassen willst, kommt nochmal irgendwie eine bekannte Stimme, die dich von der Seite anquatscht. Jelly? Bist du das? Drehst dich um und erkennst deine ehemalige Chefin. Lillian. Hi, Lillian. Du siehst ja schrecklich aus. Ja, danke. Weiß ich. Kann ich dir helfen? Irgendwas passiert? Nein. Keine Ahnung. Da war so jemand und der hat mich attackiert und wollte mich umbringen und ich konnte zum Glück abhauen, okay? Ich weiß es nicht. Vielleicht konnte er mich auch nur überfallen, keine Ahnung. Diese Stadt ist merkwürdig. Hast du die Polizei gerufen? Noch nicht, war ich aber. Ich will erstmal wieder klarkommen, wenn du verstehst, was ich meine. Soll ich das für dich machen? Nee, ich gehe da gleich persönlich vorbei. Vielleicht glauben sie es mir ja dann. Hm. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Freund? Ich wusste nicht, dass du weißt, dass ich einen neuen Freund habe. Naja, der Typ war ein bisschen öfter auf der Arbeit bei dir, hallo? Glaubst du, ich bin so blind? Ach der, nee, den habe ich schon lange nicht mehr. Nein, ich habe einen neuen Freund. Hast du? Ja, der müsste auch hier irgendwo rumlaufen. Okay. Der war irgendwo da hinten bei den Schokoriegeln. Okay, wie heißt der denn? Weil ich bin immer noch auf, wie hieß der Typ? Hilf mir auf die Sprünge, wie hieß er? Er hat sich Bier nie vorgestellt. Adam? Genau, danke. Was ist mit dem passiert und wer ist dein neuer Typ? Und ich sehe furchtbar aus. Kann ich mich kurz umziehen gehen? Klar. Okay. Wo jetzt? Hier im Klo. Da vorne ist das Klo. Genau. Ja, aber weiß nicht, der ist irgendwann nicht mehr aufgetaucht, einfach so verschwunden.
Was? Will er aus der Stadt raus oder so. Was ein Arsch. Ja. Und der Neue ist besser? Der ist ganz lieb. Hm, wie heißt er denn? Isaiah. Netter Kerl. Klingt zumindest so. Sehr, ja, sehr stylisch auf jeden Fall. Ja, dann sollte ich mich definitiv eben umziehen gehen. Entschuldige mich bitte. Damit verschwinde ich dann in der Toilette. Die kann man von innen abschließen, ne? Ich schließe die ab. Dann schlüpfe ich aus meinen blutigen Sachen, wasche mich so ein bisschen mit dem kalten Wasser. Fuck, 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 fuck. Beschließe, dass ich Isaiah nicht begegnen möchte. Kann ich nachvollziehen. Der war schon immer so komisch. Zieh mir dann die neuen Sachen über. Und da gibt es bestimmt ein Fenster in der Toilette, oder? Ja. Dann öffne ich das Fenster und hau durchs Klo ab. Ich nehme aber all mein Zeug mit. Ich nehme sogar die blutigen Papiertaschentücher mit. Mit dem packe ich alle in die blutigen Klamotten. Hau hinten durchs Fenster ab. Shit, ich hab ja wieder getrunken. Okay, das heißt, ich habe meine Fähigkeiten nicht mehr. Keine Ahnung, was ich jetzt für Fähigkeiten habe, aber irgendwas werde ich haben. Aber nicht das, was ich brauche. Ich nehme das Fenster wieder so. Wer weiß das schon so genau? Ich mache das Fenster wieder so zu von außen. Und wird dann durch die hinteren Straßen abhauen und mir irgendwo einen Ort suchen, wo vielleicht Obdachlose sind, die vielleicht ein Feuer angezündet haben, weil es kalt ist. Und im Vorbeigehen einfach mein Zeug in so eine brennende Tonne schmeißen. Mhm. Und dann werde ich versuchen, mich zu orientieren, um zu wissen, in welchem Stadtgebiet ich mich im Moment aufhalte, um herauszufinden, ob ich in einem für mich gefährlichen Gebiet bin. Also du bist in dem Gebiet, was eigentlich relativ ungefährlich ist, weil Malcolm dir gesagt hat, dass du dich hier aufhalten darfst. Perfekt, dann bin ich ja eigentlich schon richtig. Dann suche ich mir irgendwo eine unbeobachtete Ecke, ziehe mal mein Handy aus der Tasche und würde die Nummer vom Club anrufen. Ja. Während Ronan und Scarlett gerade ihr Gespräch führen, klingelt dann das Telefon da. Hallo? Ja, hi, Sie hatten eine Pizza zum Abholen bestellt. Wollen Sie die noch holen kommen oder passiert das nicht mehr? Ich habe hier so eine doppelte Salami-Pizza mit Pepperoni, das war doch richtig, oder? Wo genau nochmal waren Sie jetzt? Ich hab leider eine Zettel mit Ihrer Adresse schon wieder. Ach, ich bin so unorganisiert. Wo kann ich Sie abholen, die Pizza? Ja klar, hier Ecke XY, Kreuzung, was weiß ich. ich bin sofort da. 10 Minuten spätestens, also längstens. Ich beeil mich. Ja klar, lassen Sie sich Zeit. Ich halte Sie einfach noch ein bisschen weiter warm. Ich wollte nur wissen, ob Sie abholen. Telefon auflegen. Autoschlüssel schnappen. Ich muss weg, ich bin gleich wieder da. Und würde die Treppe runterschirmen, raus aus dem Gebäude zum Auto und losrasen, um Jelly abzuholen. Ich wusste nicht, dass Sam auf Pizza steht. Sie hätte doch was sagen können. Ich hätte eine mitbringen können. Scarlett? Ja? Das war ein ziemlich miserabler Code. Für was? Exfiltration. Denke ich mal. Vielleicht hat Sam Informanten. Ist ja die Habie. Das könnte sein. Das muss ich mir merken. Ich muss da definitiv ein Buch drüber lesen, dass ich sowas besser verstehe. Es reicht eigentlich, wenn du einen Billing-Agentenfilm anguckst. Ich stehe mehr auf Bücher. Du weißt, ich hab's nicht so mit Technik. Das letzte Mal, wo ich versucht habe, einen Videorekorder zu benutzen, das
Videorekorder. Scheiße, ich dachte, ich wäre oldschool. Ich hab's halt nicht so mit Technik. Er seufzt wieder, lässt sich dann wieder in den Stuhl plumpsen. Und jetzt haben wir das andere Problem. Du meinst die Dünnblütigen, genau, ja. Es gibt eine ganz offizielle Handhabung in diesem Fall. Was auch der Auftrag von meiner Primogen ist und was der Auftrag von Sabra wäre. Du meinst die Beseitigung der Dünnblütigen? Ja, alle Dünnblütigen. Ja, das ist ein Massenmord, der nicht unbeobachtet wäre. Besonders, da wir nicht einschätzen können, wie viele bereits verwandelt worden sind. Aber vor allen Dingen fängt es mit den zwei im Keller an. Aber sie sind unschuldig. Nur wenn sie wirklich nur einen Shot getrunken haben. Sie haben sich das nicht ausgesucht. Ich weiß, das ändert aber nichts an der Camarilla-Strategie. Und irgendwer wird es machen. Nicht, wenn wir einen Weg finden, sie zu integrieren. Ich meine, wenn wir ihnen erklären, was sie sind. Ich meine, selbst Sabra hat den Anarchen einen Platz gegeben. Sie toleriert mich. Warum nicht Dünnblütige, wenn wir ihnen das erklären, was sie dürfen? Und weil es für alles eine Grenze hat. Einen vielleicht oder zwei, aber nicht 40? Aber dann müssen wir rausfinden, wie das vonstatten geht und müssen die aufhalten. Diese Wahnsinnigen. Ich verstehe sowieso nicht, warum die das machen. Einzige Theorie, die ich habe, sie benutzen in gewisser Weise die alten Methoden des Sabbat. Ja, aber wofür? Es sind Anarchen, die trotzdem noch die Maskerade da waren. Da passt was nicht, ich weiß. Das ist es ja. Aber es interessiert keinen. Es wird ja nur auf Ergebnisse geachtet, die möglichst schnell kommen. Das ist ja schlimmer als in meiner alten Dienststelle. Aber alte Dienststelle, das ist doch eine... Ist das nicht in diesen Kriminalfilmen oder Büchern immer so, dass man jetzt die wir haben, die müssen wir nicht gleich umbringen, wenn wir sie benutzen können, dass die uns zu dem Nest bringen. Weißt du, wie ich das meine? Ja, aber da das ständig wechselt, also er kriegt ja die Koordinaten auf sein Handy und wenn das passiert, wollen wir hinfahren. Sehr gut. Aber über kurz oder lang müssen wir uns was ausdenken, denn wenn er nicht gefüttert wird mit Blut, geht er irgendwann in Raserei. Und da wir nicht abschätzen können, ob er nicht zufällig, dann gerade dann haben wir den erwischt, der übernatürliche Stärke entwickelt und uns die Gefängniszelle auseinanderreißt. Ja, das ist ungünstig. Ich meine, wenn er mich aus dem Weg boxt, mein Genick renkt sich wieder ein, aber... Ja, Sterbliche könnten darunter leiden. Und je länger sie in ihrem Zustand bleiben und niemand darauf achtet, werden es irgendwann tollwütige Hunde, die man erschießen muss. Richtig, aber vielleicht können wir dem Ganzen noch den Riegel vorschieben. Das wäre mir lieber als... Ja, mir auch, aber da stehe ich relativ alleine da. Ich bin sowieso auf der Abschussliste der höheren Instanzen. Wem sagst du das? Dann überleg mal, wer nach mir Sheriff wäre. Bestimmt keiner, der vernünftig ist. Richtig. So viel Auswahl gibt es jetzt auch nicht. Sam vielleicht. Wir müssen wissen, wie viele. Oh! Wurde schon gefordert. Wenn wir eine definitive Zahl. Wenn wir wissen, wie viele es sind, können wir besser darauf reagieren. Es muss diese Versorgung muss erstmal aufhören. Richtig. Dafür müssen wir wissen, wo das Zeug hergestellt wird. Mhm. Also wo der Ursprung ist und den ausheben. Und dann können wir uns darum kümmern, wer schon alles verwandelt ist. Richtig. Aber wie kann das funktionieren? Wie kann ich jemanden wandeln, indem ich ihm nur einen Shot zu trinken gebe? Wie gesagt, eigentlich geht das nicht. Also zumindest
Nicht, soweit ich weiß, es sei denn... Nehmen wir... In der Hypothese geht das schon. Er müsste tot sein und das Blut. In der Hypothese geht das schon. Haus und Clown Tromer. Die Legende sagt jemand noch, dass wir uns künstlich in einen Vampir verwandelt haben, letztendlich. Ja, stimmt, dieses alte Verbrechen, was man euch nachsagt. Nehmen wir jetzt mal an, im allerschlimmsten Fall haben wir hier jemanden irgendwo, einen uralten Tremere liegen, vielleicht ein Überlebender des Rates der Fünf, der sagt, hey, ich fülle da mein Blut ab, das habe ich rituell aufbehandelt und jeder, der davon, sage ich mal, fünf Stücke trinkt, ist ein Thinblood. Ist leider nicht hundertprozentig von der Hand zu weisen, dass sowas unmöglich ist. Aber die Tremere, mal abgesehen, ich meine, Ausnahmen bestätigen die Regel, die stehen für die Camarilla, die haben die zusammen mit dem Ventru gegründet. Warum sollte ein Tremere quasi ganz viele Sinnplatz erschaffen wollen? Es gab wollen? Schon immer Verräter, die am Chaos interessiert waren. Aus Goratrix beispielsweise. Ein Name, der mir in den Büchern öfter begegnet ist, aber ich weiß nicht wirklich, was es mit dem... Das Problem ist einfach, man kann einfach nichts hundertprozentig ausschließen bei unserer Art. Der herkömmliche Weg wäre allerdings auch nicht wirklich komplizierter. Party, Drogen rein, Blut trinken, dreimal gegoolt oder so, dann ist genug schon vorhanden, einmal beißen, aussaugen, noch ein neuer Shot rein, fertig. Zinnblatt. Fantastisch. Dauert eine Nacht. Aber trotzdem, das... Was ist kurzfristiges Chaos? Auch wenn die Anarchen Chaos wollen, dann bringt ihnen das vielleicht ein, zwei Nächte Aufmerksamkeit. Aber vielleicht, was kommt dann? Vielleicht sind es einfach Schocktruppen und sie sagen so, wenn wir sie nicht mehr brauchen, dann saugen wir sie aus. Aber was ist, wenn es... Ich meine, wie du schon selber gesagt hast, das sind Maskeradebrüche. Wenn die Menschen auf uns aufmerksam werden und sich wieder zusammenrotten und anfangen, Jagd auf uns zu machen, wir kommen aus dieser Stadt nicht raus, auch die Anarchen nicht. Und selbst die müssen begreifen, dass das, was sie da gerade machen, bescheuert ist. Irgendwas passt nicht, es sei denn, sie machen es wie vorher und die Anarchen machen dann einen Deal mit der zweiten Inquisition. Oder haben das schon. Und sagen dann, hey... Und die Camarilla schaffen wir ab, also haben wir dann vermeintlich mehr Kontrolle über das, was da läuft. Ach, das ist doch kompliziert. Ja. Ich hoffe, Sam wird glücklich mit ihrer Pizza. Ja, sie soll ein Stück mitbringen. Apropos Pizza, ja. Ich würde damit fast quietschen. Nein, ich fahre anständig, aber so schnell ist die Geschwindigkeitsbeschränkung zulassen. Würde ich dahin fahren. Ja, während Jelly wartet, was machst du währenddessen? Ich stelle mich in den Schatten und hoffe und bete und laufe, dass jetzt nicht gleich irgendwo einer sehr um die Ecke geschlichen kommt, weil der noch was von mir will. Ja, in der Tat hörst du, wenn du dich in den Schatten stellst, irgendwann so ein Ist das eine Katze? Nein. Da steht jemand hinter dir. Bist du nicht der Ghoul von Dr. Angela? Ja. Du siehst scheiße aus. Ach was, sag mir bitte, du hast sie gesehen. Schon lange nicht mehr und sie schuldet mir noch was. Dann haben wir wohl ein Problem. Richtig.
Whisky. Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier, Witzbold. Deine richtige Ausrede, wenn du sie findest, dass ich meinen Gefallen einlösen will. Werde ich tun. Gut. Wenn du eine Maske brauchst, ich könnte da jemanden, der welche herstellt und so. Vielleicht komme ich drauf zurück. Willst du mir erzählen, dass noch niemand was davon weiß? Und was? Dass wir angegriffen wurden? Doch. Für jemanden deiner Art bist du aber nicht besonders gut informiert. Wieso? Ich weiß doch davon. Glaube ich dir nicht. Aber vielleicht hilft dir das ja. Vielleicht. Hast du dabei? Würde ich sonst so aussehen? Ach so. Schau nicht so auf Äußerlichkeiten. Obwohl, schaut so in die hoch und runter. Ah nee, bei dir ist nicht so viel dran. Das fasse ich mal als Kompliment auf. Na gut. Sonst noch was? Ich habe meine Nachricht überbracht. Ja, dann. Dritten Schritt zurück und verschwindet im Schatten. Kann ich ihm mit den Augen folgen? Weil ich ja weiß, dass er da ist. Kannst du, aber da ist halt ein Schatten. Was, okay. Ich beobachte ihn so lange, bis er wirklich weg ist, um eine Ecke oder so. In dem Moment ein Scheinwerferlicht und erleuchtet den Schatten und da ist keiner. Und Sams Auto kommt in die Gasse gefahren. Dann lasse ich das Seitenfenster runter, was zur Richtung vom Bürgersteig geht. Und Jelly steht da und guckt auf eine Stelle, ohne sich umzudrehen. Deshalb rufe ich zu, hüpf rein. Danke fürs Abholen, Miss Jones. Dann drehe ich mich um, verneig mich einmal Richtung Auto. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich Sie angerufen habe. Meine Herrin hat mir gesagt, dass ich Sie anrufen kann, wenn ich Probleme habe. Würde dann ums Auto rumlaufen. Ja, klar. Kein Problem. Das hatte ich mit ihr ja so vereinbart. Steig dann ein. Mach die Tür zu. Ich würde Jelly kurz einen Seitenblick zuwerfen und dann aber erstmal losfahren und dass sie sich zwei Blocks weiter mal anhalten und sie mich zu ihr umdrehen, sie drücken. Gott sei Dank bist du wieder da. Was ist passiert? Bart, erzähl es am besten dann, wenn Ronan auch dabei ist. Dann musst du es nicht zweimal erzählen. Wir haben noch jemand im Club zu Besuch. Sie weiß noch nichts von dir. Ist die Frage,
Ich glaube, am besten wäre es, wenn ich Ronan, wenn wir in den Bereich gehen, wo gerade die Bar fertig gebaut wird und ich Ronan einfach dazu rufe, oder? Hoffen wir, dass er gut schauspielern kann. Ne, deshalb, dass ihr euch erstmal Hallo sagen könnt, ohne dass sie es mitbekommt oder so. Oder? Sie heißt Scarlett. Mhm. Wir haben sie kennengelernt, als Angela und du, als ihr angegriffen worden seid. Sie war mit John und dem Dicken beim Bürogebäude. Und ja, seitdem hängen wir da mit ihr ab und sie hat uns geholfen. Vertrauenswürdig? Ja. Also, die Camarilla hier ist auch nicht gut, auf sie zu sprechen. Auf wen ist die Camarilla eigentlich gut zu sprechen? Auf ihren auserwählten VIP-Club, der alten Speichellecker, die schon immer hier waren. Selbst sie können sich nicht leiden, erzähl mir doch keinen Mist. Natürlich können die sich nicht leiden, aber wir als Neulinge sind für sie noch mehr wir sind noch mehr Feinde für sie, wie sie untereinander, wenn du verstehst, was ich meine. Scarlett ist eine La Sombra, sie haben Angst vor ihr. Warte mal. Gehören die nicht zum Sabbat? Nicht mehr. Also, Scarlett und ich, uns verbindet etwas. Und ich vertraue ihr und Ronan vertraut ihr auch. Ronan und die Frauen, ja, ja. Ja gut, ich muss sowieso aufs Laufen, auf den neuesten Stand gebracht werden. Ich werde Ronan erstmal runterrufen, dass ihr euch in Ruhe begrüßen. Nein. Wir haben keine Ahnung, wo sie hin ist. Shit. Aber jetzt lass uns zum Club fahren. Ich hole Ronan erstmal runter, dass ihr euch in Ruhe Hallo sagen könnt. Und dann kannst du entscheiden, als wer du auftreten möchtest. Oder wie viel du über deine Beziehung zu Ronan vor ihr preisgeben möchtest. In Ordnung? Wie geht's ihm? Nicht gut. Seit du weg bist, ist seine Laune nicht mehr existent. Und hinzu kommt, dass der Geist von Kendra wohl noch hier verweilt. Klingt logisch. Ich guck dich mit großen Augen an. Das klingt logisch. Er hat mich öfter mit ihr verwechselt. Ja gut, das hing ja wahrscheinlich mit den Aufzeichnungen von Andrew zusammen. Keine Ahnung. Wir wissen nicht sicher, was es damit auf sich hat, dass Kendra noch hier ist. Ob sie über ihn wacht, ob... Scarlett wollte da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, aber irgendwie hat es nicht so richtig geklappt. Wir haben eine Seance gemacht, aber... Ihr macht eine Seance? Ohne mich? Ohne mich? Echt jetzt? Du warst ja nicht da. Ja, tut mir leid. Jelly, was ist los? Keine Ahnung. Fahr einfach bitte. Ich würde wieder losfahren und Jelly aber immer wieder sorgenvolle Blicke zuwerfen. Und die Freude, die ich bis zu dem Moment noch hatte, von wegen, ja, Jelly ist wieder da, alles wird wieder gut, ist irgendwie so
Ja. Naja, was dir als erstes da aufgefallen ist, sind die unglaublich tiefen Schnitte im Gesicht, die Jelly hat. Und an den Armen. Ja, naja, gut, sie ist durch ein Fenster durch, ne? Also. Dann fahren wir zum Club. Und wenn wir da sind, dann würde ich, was weiß ich, ich schätze mal, irgendein Barbereich ist schon fertig, da stehen vielleicht auch schon 2, 3 Hocker. Sie da hinsetzen und dann Treppe hochgehen ins Büro. Gibt's da Spiegel? Jupp. Ich setz mich woanders hin. Ronan! Und wie war der Pizzabote? Komm mal kurz mit, bitte. So schlimm also. Lasst mir ein Stück übrig und Scarlett fängt an, in ihren Büchern wieder zu blättern. Machen wir. Pizzabote, ernsthaft? Warte ab, bis du deinen Pizzaboten siehst. Nach dir. Lauf schon. Ich würde ihn so ein bisschen die Treppe runterschubsen. Ich könnte mir den Hals brechen. Ernsthaft? Boah. Lauf schon. Da entlang. Dum, 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 dum. Jelly sitzt nicht mehr an der Bar. Ich bin hier. Da, Pizzabote. Andere Ecke, dunkle Ecke, keine Spiegel. Die Kippe fliegt im hohen Bogen. Hi. Also im Vergleich, so wie du Ron vorher gesehen hast, der sieht aus wie der wandelnde Tod. Also. Ah, das passt so gut mit den. Tada! Kurzer Blick zu Sam. Wisst ihr was, ihr zwei? Sagt euch in Ruhe Hallo. Und dann kommt bitte wieder hoch ins Büro. Ich gehe schon mal vor, weil ich möchte wissen, was passiert ist, seit Jelly weg ist. Und wir sollten Jelly auch erzählen, was passiert ist, während sie weg war. Und da sollte Scarlett mit dabei sein. Wie gesagt, überlegt euch, ich habe es Jelly schon gesagt, wie viel von eurer Beziehung ihr vor Scarlett preisgeben wollt. Ich bin im Büro. Ihr kommt dann, wenn ihr soweit seid. Sag was. Holy shit! Ja, das ist eine Möglichkeit. Ich schüttle im Weggehen so den Kopf, sag mal, du Ron lernst auch nicht. Es dauert so 1, 2 Augenblicke und dann rennt Ronan einfach auf sie los. Ich lass mich umteckeln. Dem halte ich nicht stand. Das wird nichts. Und dann spürt Jelly den überwältigenden Geruch von Blut, als 2, 3 rote Tränen aus den Augen laufen. Tut mir leid. Ich wisch dir sowas Gesicht. Scheiße, fuck! Fuck, scheiße! Ja, das auch, ja. Heilige Bridget! Die auch.
Unter welche Mähdresche bist du denn geraten? Wenn ich das wüsste. Okay. Ronan setzt den Hut ab. Was so, nicht so. Ronan Wits and Insight, Schwierigkeit 4. Ach du Scheiße. Es war so schön. Gott, jetzt habe ich alles auf Deutsch. Scheiße, wie ist das auf Deutsch? Menschenkenntnis und Geisteschef. Genau, ja, genau. Warum hat er das übersetzt? Egal. Mal sehen, ob das jetzt noch funktioniert. Wow! Willst du Willpower machen oder nicht? Ja, ich glaube schon. Das ist ja echt peinlich. Du musst noch 3 Erfolge würfeln. Schaffst du auch. Jelly lügt. Es dauert dann so gut, also er schaut in die Augen, dann verengen sich seine Brauen. Jelly. Hatten wir nicht eine goldene Regel? Es ist kompliziert. Klar, ist es immer. Ich glaube, die Lichter im Club fangen an zu flackern, als Ronan das mit diesem Nachdruck von sich gibt. Oh nein, nicht du auch noch. Okay. Euch oben auch, Sam und Scarlett. Scarlett, was tust du gerade? Nichts. Wieso verbindest du das mit mir? Ich mach gar nichts. Weil ich schon mehrfach gesehen, also draußen die Laterne, die ist komplett ausgegangen, da als wir an der Stadtgrenze waren, und da in der Bibliothek flackern auch die Lichter, wenn du unter ihnen durchläufst. Ist mir noch nie so richtig aufgefallen, sorry. Aber eigentlich, ich mach nichts, ich blätter nur. Hier. Siehst du hier, guck, hoch, lesen. Mhm. Oldschool, Buch, Papier, gedrucktes. Er mustert dich eingehen da. Wenn du ihm was vorspielen willst, Jelly, Manipulation und Subterfuge. Nee. 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 Und seine Linke, die geht hier oben hin und er holt das Kreuz raus. So im Affekt. Jelly, es ist eine ganze Menge Zeit vergangen. Ich bin fast krank geworden. Ich weiß. Tut mir leid, wenn ich früher gekonnt hätte, wäre ich früher gekommen. Du, das ist mir klar. Ich will jetzt einfach wissen, was jetzt gerade Sache ist. Bitte. Irgendwas stimmt doch nicht. Mehr als eine Sache stimmt nicht. Ja, aber... Das sollte ich vielleicht. Zuerst müssen wir uns überlegen, was wir dir da oben erzählen. Weil ansonsten muss ich es tatsächlich zweimal erzählen, nämlich dir und Sam. Und oben eine geschönte Version. Oder was anderes. Ich glaube, du kannst dir deinen Wein schenken. Sabra hasst sie abgrundtief. Das ist ein Punkt für sie. Freifahrtsschein, solange Sabra nicht hast, bist du Freifahrt. Und ihr Erzeuger hat eine Vergangenheit mit Sams Erzeuger.
sozusagen. Ob das jetzt für Sie spricht, ist fragwürdig. Du hast ja keine Ahnung. Ja, der Typ war ein Arsch. Aber Das trifft es nicht mal annähernd. Aber ein paar Sachen sollten wir vielleicht für später aufheben. Ja. Okay. Meinst du, ja? Jetzt ist die große Elektroraupe an meinem Fenster vorbei. Die große Elektroraupe. Gut. Es geht mir gut. Glaube ich. Aha. Das ist das Wichtigste. Und ich bin wieder da. Okay. Hast du Hunger? Nein. Nicht ein Stück. Ein bisschen beunruhigend, aber gut. Ich habe jemanden getroffen, von dem ich dachte, dass ich ihn vielleicht nie wieder sehe. Glückwunsch. Worte, die man nicht hören will. Meine Erschafferin ist in der Stadt. Stell dir vor. Oh. Ja. Oh. Ja. Seit wann? Keine Ahnung. Und bevor du fragst, ich habe auch keine Ahnung, wo sie jetzt gerade ist. Sie hat diese unleidliche Eigenschaft, aufzutauchen und sich in Luft aufzulösen. Haben das einige. Hat sie schon früher gemacht. Und was wollte sie von dir? Oder vielmehr, was ist passiert nach deinem Sturz aus dem Fenster? Ich weiß es nicht. Ich schätze, sie hat mich gerettet. Okay. Sie hat mich definitiv gerettet. Aber sie hat mich gerettet? Ein Punkt auf der Habenseite? Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir konnten uns nicht lange unterhalten. Dann ist sie schon wieder verschwunden. Wo warst du die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. In irgendeiner Ruine, glaube ich. Vielleicht, keine Ahnung. Es gab keine Fenster, nur eine Tür. Ich habe nichts gesehen, als ich rausgegangen bin. Und dann war ich irgendwo in der Wüste. Und verdammt weit weg von der Stadt. Das da? Das ist kompliziert. Lass mich raten, dass es nach dem Fenstersturz passiert. Ich habe versucht, mich umzubringen. Aber ich wollte es nicht. Also anscheinend schon, aber auch nicht, weil sonst hätte ich mich nicht gewehrt, wie du siehst, überall. Ja. Es ist kompliziert. Und deswegen muss ich wissen, ob ich der da oben alles erzählen soll oder nur die geschönte Wahrheit. Weil
Ja, weil... Treibt sich so zwischen den Brauen. Die Stadt richtet uns zugrunde. Oder wir die Stadt. Okay, pass auf. Ich habe mir unser Wiedersehen ein bisschen italienischer oder so vorgestellt. Nicht hier. So. Okay, pass auf. Wir gehen da gleich hoch und du kannst dir rein Wein einschenken, denn was sie schon gehört hat, was wir in den letzten Tagen erfahren haben. Ob du das noch toppen kannst, bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht, wenn ja, ist so $20 von mir. Okay. Zweitens, egal was es ist, ich höre dir zu. Und ich werde nicht urteilen, ich werde dich nicht wegstoßen oder sonst etwas. Aber versuch nie wieder, mir was vorzulügen oder dich zu verstellen. Das kriege ich auf der Stelle mit. Du bist da drin zwar besser als Bruce, aber immer noch miserabel. Seems fair. Tut mir leid. Und sie schließt nochmal die Arme um dich und dann gibt sie dir einen langen, dicken Kuss. Er entspannt sich sichtlich. Und nachdem sie sich dann etwas beruhigt hat, würde sie deine Hand greifen. Gut. Hat Sams Beruf Spiegel? Nee, also sie ist nicht so eine Toreador. Okay, gut. Gut. Also, sie muss sich nicht 24 Stunden in den Spiegel anstarren. Das ist okay. Außer, ich weiß gar nicht, haben die La Sombra dieses Ding noch? Ich weiß nicht, egal. Ich glaube, die kam mit Spiegel noch nicht so gut klar, aber ich kann das auch durcheinander werfen. Ja, ja, okay. Yay! Ist ja goldig. Dann skippen wir die Stufen hoch. Ja. Kommt rein? Ja, da kommen zwei, die sich an der Hand halten, rein. Und man sieht hier so eingetrocknete Fischte. So, der liegen. Scarlet, Jelly, Jelly, Scarlet. Hallo! Und sie steht so ein bisschen auf, macht so ihre Klamotten ein bisschen glatt und gibt dir so ein bisschen awkward die Hand. So. Hi. Schüttel, genauso awkward. Hi, Scarlett. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja. Mich auch, denke ich, ja. Ronan, war die Pizza so scheiße oder warum hast du geweint? Scarlett, es gibt keine Pizza. Oder? Ich hab's dir doch erklärt. Jelly ist die Pizza. Ronan zieht so kurz die Brauen zusammen. So, ich war schon wieder durch meine Bücher ganz abgelenkt. Sorry, ja. Agentenfilme. Werde ich nachholen, sobald ich Zeit habe. Ich muss mal nachfragen. Ich glaube, da gibt es auch gute Romane. Hm. Wenn dir das eher liegt, Scarlett. Ja. Ich würde mich kurz so zu Jelly rüberbeigen. Scarlett ist doch altmodischer als Ronan. Oh. Das geht? Okay. Ich hab's nicht so mit Technik.
Sam hat da bestimmt einen Laptop oder sowas stehen, oder? Ich würde mal demonstrativ so mit der Hand so an den Laptop rangehen und mal warten, was da für lustige Sachen passieren. Das macht einmal Puff. Ey! Laptop kaputt. Entschuldige. Manchmal ist es auch nur ein Bluescreen. Okay, du bekommst mein Handy nicht. So. Oh Gottes Willen, bleib mir ferne damit. Ja, also Scarlett benutzt so normal so Kommunikationsverbrechdose, die sie aneinander bindet. Nein, tatsächlich schreibe ich noch Briefe. Charmant. Siehste? Mhm. Aber sich über meine Schreibmaschine lustig machen. Ich erzähle dir nichts von deinen Noir-Tagebucheinträgen, keine Sorge. Hallo? Was denn? Die sind amüsant. Kann man gut mit einem Glas Rotwein lesen. Scarlett, vorlautes Ding, vorlautes Ding, Scarlett. Das hatten wir schon. Ja. Ich werde alt. Oh Gott, er wird vergesslich. Hast du... Bitte nicht. Nein, du kannst nicht in den Unterlagen gelesen haben. Ja, zum Glück. Immerhin etwas. Also? Okay. Willst du mit dem kleinen Detail anfangen oder direkt die Geschichte? Weil wir sind hier eh schon im inneren Verschwörerzirkel. Okay, hallo, ich bin Jelly, ich bin ein Sinblatt. Und ich bin seit einigen Jahren hier in der Stadt. Sitze hier genauso fest wie ihr. Hi. Sie kam mit dem Bus an, genau wie ich. Mhm. Ah, okay. So wie zwei andere, die jetzt vermutlich tot sind. Aber du, Entschuldigung, wenn das, ich weiß, wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber du bist ja schon länger ein Sinblatt. Das heißt, du machst das schon eine Weile. Dementsprechend hast du Erfahrung. Du weißt, was du kannst und was du nicht kannst und was du für Kräfte hast. Ja. Fantastisch, dann wissen wir doch schon ein bisschen mehr, weil diese Bücher, und ich halte die so hoch, sind nicht wirklich aufschlussreich. Da steht alles und nichts. Ein Haufen Gerüchte, ein Haufen Märchen, aber nichts Konkretes. Da bin ich ehrlich gesagt ganz froh drüber, dass da nichts... Das Problem ist trotzdem, dass wir nicht so furchtbar viel wissen, weil jedes Thinblatt ist anders. Was Jelly kann, bedeutet nicht unbedingt, dass die anderen das auch können. Und ach, verdammt. Jelly kann, also tut komische Dinge manchmal. Also ihre Essensgewohnheiten sind fragwürdig im besten Fall. So mache ich das halt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir von Jelly auf so leicht auf andere schließen können. Aber gibt es so Sachen, die du gar nicht machen kannst? Also, ich meine, bei uns ist es ja so ein Ding, so Sonne ist nicht unbedingt unser bester Freund. Ist jetzt nicht so das Problem für mich. Sonst hätte ich, glaube ich, keinen Tag überlebt. Also ich glaube, um im Superhelden-Jargon zu sprechen, ihre Fähigkeit ist Adaption. Ja. Adaption. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich passe mich an. Sie lernt Disziplin, indem sie beobachtet. Das heißt, wenn ich in deiner Gegenwart ein bisschen... Tu es nicht. Ich brauche ein bisschen länger und in der Regel hilft ein bisschen Blut, aber ja. Scarlett, ich kann deine Neugier verstehen, aber mich würde interessieren, wer die beiden überfallen hat, also Jelly und Angela, und was seitdem passiert ist. Also Punkt, dann das andere Riesenproblem. Okay, dann bitte. Also Jelly, falls du dich tröstet, dazu kommen wir später, du bist nicht mehr allein in dieser Stadt als Sinblatt. Yay! Toll! Ja. Clansprimogen. Ja, und du bist wahrscheinlich die Älteste von ihnen. Yes, endlich mal, endlich! Naja. Nee. Bitte. Fühl dich frei.
Erzähl schon. Ja, ich kann euch ehrlich gesagt nicht so viel sagen. Ich weiß nicht genau, wer uns angegriffen hat. Wir waren bei Angela in der Wohnung und ja. Plötzlich fliegt die Tür auf und sie schickt mich ins Bad und dann höre ich Kampfgeräusche und ich habe die Tür hinter mir geschlossen. Und ja, es waren irgendwelche Schläger, die man auf sie angesetzt hat, tatsächlich. Zumindest hat das jemand behauptet, dass es ein konkreter Angriff auf sie war. Aber eigentlich sollte die Camarilla davon schon wissen. Also zumindest hat meine Quelle das so gesagt, dass die Information an die Camarilla weitergegeben wurde, dass jemand angeschwärzt wurde. Ich habe sie, wie gesagt, nicht wirklich gesehen. Ich bin ins Bad und dann bin ich durchs Fenster. Und dann weiß ich nicht mehr wirklich viel, weil der Sturz echt unangenehm war. Eine Frage, Jelly. Hattest du schon mal Kontakt zu den Anarchen hier in der Stadt? Indirekt? Weil jemand zu mir meinte, ich sollte Sam ausrichten, dass es Anarchen gewesen sind, die Angela... John und der Dicke, meint Scarlett. Du, Jelly kennt sie. Du kannst Okay. Also, die, ja. Okay, gut. Ja, genau. Die beiden meinten, dass es Anarchen gewesen sind, die... Dr. Angela überfallen haben. Hast du dort jemanden wiedererkannt? Nein. Ich habe die Typen nicht mal richtig gesehen, wie gesagt, aber das würde passen. Vielleicht kommen sie von Adam. Warum lässt Adam Angela angreifen? Keine Ahnung, er ist ja auch nicht mehr mit Lillian zusammen, wie ich seit heute weiß. Was? Er ist nicht mehr mit Lillian zusammen. Lillian hat einen neuen Freund, von dem wir sie ganz dringend wegholen müssen. Fällt mir gerade ein. Wer ist schlimmer als Adam? Isaiah. Ich bin durchs Fenster abgehauen. Dieser Schmierlappen. Ich hatte keine Lust, mich mit ihm zu unterhalten, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich einfach abgehauen. Kann ich dir nachfühlen. Vor allem, weil ich noch ein bisschen schlimmer aussah als jetzt gerade eh schon. Und mit der Serie würde ich mich gerne mal unterhalten über Diego. Wieso Diego? Diego ist tot. Was? Oh. Gott. Scheinbar war er... Diegos Maskerade brüchig geworden. Also ja. Ellen hat sich quasi seine angenommen, er hat die Maskerade gebrochen. Ellen hat ihn versteckt. Unser liebster Prinz hat ein Exempel statuieren wollen und hat deshalb Diego Isaiah zum Fraß vorgeworfen, den sie zuerst begraben hatte und ja... Ja, so wie es aussieht, hat er ihn ausgesaugt. Ein Prinz der Camarilla hat eine Diablerie genehmigt? Koali, wie würfel ich auf Raserei? Nur mal so gefragt, weil ich habe da diesen wunderschönen Nachteil. Ist ganz unten auf der Seite, ne? Ja, du hast ganz unten einen Frenzy-Check. Genau. Frenzy. In deinem Charakterbogen. Ja, ganz ich weiß nicht, ob ich den ausgefüllt habe, ist das Problem, weil ich Jelly ja so häufig spiele. Und? Sonst ist ein Frenzy-Check. Moment. Doch, hab ich. Okay. Doch, sind alle ausgefüllt, die Sachen. Okay. Ach nee, das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Friend killed ist difficult, Schwierigkeit 2. Warte, warum macht das denn jetzt nicht?
Moment nochmal. Raserei und jetzt Submit. Es kann manchmal einen Moment dauern. Kann jetzt sein, dass jetzt das jetzt dreimal kommt. Ja, manchmal ist Roll20 ein bisschen langsam. Nee, Moment. Okay, warte. Willpower. Was habe ich für eine Willpower? Ich muss das von Hand eingeben? Okay. 5. Menschlichkeit. 7. Ein Drittel Menschlichkeit abgerundet. Also 2. Ist der Modifier? Keiner. Kein Modifier. Hast dich im Griff. Kannst du natürlich aber, kannst aber, wie gesagt, man kann immer entscheiden, die Welle zu reiten. Nee, davor habe ich gerade Schiss, aber ich würde mal behaupten, dass man da etwas in ihren Augen flackern sieht. Etwas, was da eigentlich nicht hingehört. Mhm. Was man vielleicht auch noch nie so in ihren Augen gesehen hat. Ja, gerade in deiner jetzigen Situation ist das äußerst gefährlich. Das ist was verdammt nah. Ich habe sowas Ähnliches schon bei Ronan gesehen. Jelly, beruhig dich bitte. Hand auf den Arm, langsam Hand auf den Arm. Schön. Von Joao nach wie vor nichts, aber das... Und man muss Isaiah zugutehalten, dass er wahrscheinlich in Raserei war und das nicht bewusst steuern konnte. Wer Schuld daran trägt, ist Sabra. Zweifelsfrei. Gut, wechseln wir das Thema. Ich bin nämlich gerade nicht besonders stabil. Wo ist Angela? Hat das wissen wir nicht. Verschollen. Ich habe einen Nosferatu angesprochen, dass er einen Gefallen von ihr einfordern will. Und da ich ihr Ghoul bin... Wanche. Ich habe ihn auf Angela angesetzt. Er wusste nicht mal, dass sie weg ist. Er ist ineffizient. Hast du nämlich gesagt, die sind alle so super Schnüffler? Vielleicht hat er einfach ein bisschen viel zu tun in der letzten Zeit. Wollen wir es hoffen. Naja, wie gesagt, ich bin durchs Fenster gesprungen und ich habe sie nicht gesehen, keine Ahnung. Dann bin ich später an einem anderen Ort wieder aufgewacht. Und da bin ich erst heute weggekommen. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich da unten war. Also man hat mir gesagt, ich hätte ein paar Tage geschlafen. Hast du irgendeine Ahnung, wer dich in diesen Keller gepackt hat? Was ist da? Und wer? Kritischer Blick zu Scarlett. Meine Erschafferin. Sie hat mich gefunden. Und wahrscheinlich lebe ich nur noch wegen ihr. Mal wieder. Diese Stadt wird allmählich verflucht voll. Ich weiß nicht, wo sie ist. Keine Ahnung. Sie ist einfach wieder verschwunden. Hat mich im wahrsten Sinne des Wortes in der Wüste stehen lassen. Ich meine, ist jetzt nicht das erste Mal. Nur damals war es keine Wüste. Sondern eine Kanalisation, aber. Okay. Ja. Und das ist passiert, als du aus dem Fenster gestürzt bist? Aber
Das ist der Grund, warum ich gerade instabil bin. Ich habe versucht, mich umzubringen. Oh, Jelly, ich würde sie mal in den Arm nehmen. Aber das war nicht ich. Was? Keine Ahnung. Da war ein Ding. Monströs. Sehr wütend. Sehr stark. Sehr blutrünstig. Es hat mich angegriffen. Und ich habe mich gewehrt. Deswegen sehe ich jetzt so aus. Es gibt noch viel mehr. Es hat auf mich eingestochen. Aber es war nicht da. Also, niemand konnte es sehen. Außer mir. Aber es ist immer noch da. Hier drin. Und Ronan, kannst du bei ihr nicht auch so hier deinen Geistesverschmelzungstrick sie da? Live long and prosper, Ronan. Du kannst doch da, oder nicht? Ich hab's unter Kontrolle im Moment, aber ich weiß nicht, was da wach geworden ist. Aber jetzt ist es wach. Oh, Scarlett, wenn das allen Zinnblatt so geht. Kein Wunder, dass die weggehören. War das das mit dem Licht gerade? Das hat meine Schafferin nur gemacht, als sie sich aufgeregt hat. Ähnlich so wie du. Ich würde gerne mal Oblivion Sight anschmeißen. Ja. Muss dafür was würfeln? Nee, das ist einfach nur, die Augen werden schwarz, das sehen halt alle Anwesenden. Und würde jetzt Jelly mal ganz intensiv mustern. Oh! Alles gut, Jelly. Ja, hinter Jelly siehst du die Silhouette von Kendra. Dann mein Blick zu Ronan. In Ordnung. Ronan, du weißt, dass deine Frau gerade bei Jelly ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es die ganze Zeit schon so war oder ob es jetzt nur in diesem Moment so ist. Was? Hi, Kendra. Kannst du mehr sehen, Scarlett? Wie ist die Körperhaltung? Habt ihr ja alle schon gesehen. Das ist halt immer so ein Verwischen, Verzerren, mal Fratze, mal nicht, mal rechts, mal links stehend. Also es ist schwer. Es ist schwer, da eine Emotion rauszusehen, Ronan. Ich habe mal gelesen, dass Geister in der Lage sind, Körper zu beseelen. Das kann bei Sterblichen funktionieren, bei unserer Art weiß ich es nicht. Du redest von Besessenheit. Ja. Herr Baumann so mit dem Kreuzanhänger vor sich hin. Ich bin Katholik. Also. Würde es zu Kendra passen, dass sie dermaßen wütend, nachtragend und eifersüchtig ist? Das war sie nie. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du sie betrogen hast und irgendwie zu ihrem Tod beigetragen hast. Ganz im Gegenteil. Aber wir hatten ja schon die Überlegung aufgestellt, wenn man zwangsweise irgendwo herausgerissen wird,
Wer weiß, ob man da nicht wahnsinnig wird. Ich glaube nicht, dass sie es ist. Das Ding sah aus wie ich. Es sagte, ich bin zu schwach für das alles hier. Erbärmlich. Ich würde es schon viel zu lange unterdrücken. Das klingt wie das Tier. Ja. Ja, aber normalerweise versucht das Tier nicht, seinen Wirt umzubringen. Das macht keinen... Richtig. Außer... Oh, jetzt geht's... Oh, zu viel Metaphysik. Wenn es kein Tod im eigentlichen Sinn wäre. Wenn der Teil von dir sterben würde. Extremer Blutverlust oder so etwas. Hätte das Tier die vollständige Kontrolle. Dauerhaft. Das ist so dünn, das hast du selber gesagt. Ich bin nicht wie ihr, ich habe einen verdammten Herzschlag. Ja, aber vielleicht, aber niemand weiß, wohin sich Dünnblüter entwickeln. Gefährlich, Scarlet, gefährlich. Scarlet fängt an mitzuschreiben übrigens. Das ist so geil. Herzschlag, vielleicht Sonne. Hat der ganze Kontakt mit uns. Überleg mal kurz so, das Trinken von Blut, vielleicht irgendwas geweckt. Oder es ist das Böse, was hier unter der Stadt stummert, was irgendetwas in dir triggert oder geweckt hat. Wenn du willst, also heb mal so beschwichtigend eine Hand, kann ich mal sehen, ob ich irgendwas sehe in deinem Kopf. Es ist deine Entscheidung, ich werde das nicht gegen deinen Willen machen. Von mir aus? Legt wirklich zwei Finger an die Schläfe. Die nehme ich. Du kannst jetzt Composure plus Subterfuge dagegen würfeln. Nö. Lass das okay. Okay. Es sei denn, etwas in mir will nicht, dass das passiert. Das muss aber der Spielleiter sagen. Okay, mit 4 kann ich alle Punkte von der Liste haken. Okay. Das vorherrschende Gefühl. Willst du dafür eigentlich einen Rouse-Test machen? Ja, stimmt, hatte ich vergessen. Moment. Kannst du von eben auch nochmal nachholen, was er ja, eben auch ja, schon mal gemacht hat? Ja, hatte ich vergessen. Wo war es denn? Oh Gott, wie heißt der denn auf Deutsch? Blutschub von links unten. Oh Gott. Okay. Neben der Raserei. Okay, dann würfel ich den jetzt einfach zweimal. Oh ja. Hunger steigt. Ja, passt schon alles. Einmal einen Hunger mehr. Ja, okay. Ja, also das vorherrschende Gefühl. Stress. Wenn es nach mir geht. Sehr viel Stress. Ob irgendeine Form von übernatürlicher Kraft auf ihr liegt. Also Besessenheiten kann ich entdecken, ob jemand mit Dominate an ihr rumexdoktert hat, ob ein Werwolf irgendwas mit ihr gemacht hat, also irgendwas Übernatürliches an ihr dran war und noch dran ist. Band 1? Ja, das weiß ich nicht, ob das zählt. Ob sie diableriert hat? Nee. Also in Absprache mit dem Spielleiter kann
ich quasi alles entdecken mit den Erfolgen, was der Spielleiter mir zeigen möchte. Ganz doof ausgedrückt. Okay, dann beschreiben wir mal, wie das aussieht. Also wie Ronan sich in den Geist von Jelly reinwühlt. Also klar, wie außen haben wir es schon festgestellt, wie es außen sieht, aber... Also er konzentriert sich, blickt hier so wieder genau in die Augen. Er tastet sich tatsächlich sehr behutsam voran und dieser ganzen Stresslage sehr... Das ist so ein bisschen wie in so einer Mindmap, würde man sagen, in so einer inneren Bibliothek, wo es ganz viele verschiedene Facetten von Jelly gibt, die alle Gefühlslagen darstellen, Erinnerungsfragmente, besondere Ereignisse. Und es ist dann so, dass es sich immer vortastet, sich eine besonders klare Struktur, die dann aufleuchtet für ihn, also im weißen Leuchten, die dann die Farbe der Emotion halt entsprechend annimmt. Und dann berührt er die vorsichtig, prägt sich die ein, schiebt die beiseite, bis er das nächste sieht, was irgendwie so eine Aufmerksamkeit erregt. Ich würde mal sagen, die ersten Sachen, die du findest, sind natürlich die, die dich mit Jelly generell verbinden, also die auch die Emotionen und so. Das heißt, du wirst da die Zuneigung, die Liebe und so weiter zuallererst entdecken. Du wirst auch dann diese Gedanken und Erinnerungen, wie die euch Zusammenhalt zeigen, irgendwie wahrnehmen. Vielleicht sogar innerlich so ein bisschen darin schwelgen, bevor du sie weiterschiebst, weil du suchst ja was nach was ganz anderem. Nach Verschlimmung irgendwie. Und ganz weit hinten, innen drin schimmert das Rot von Hass. Unter einer Lage aus Todesangst, Panik und Schmerz. Genau. Ist das irgendwie in dem Fernsehen vergleichbar mit dem Tier, wie Ronan das selber an sich kennt? Also er unterdrückt Frage ist, ja auch, hat Ronan schon mal mit seinem eigenen Tier so kommuniziert? Also in der letzten Zeit ringt er ja damit. Das ist halt eher der Vergleich, ja, ob das aussieht, als ob man das zwanghaft unterdrückt. Definitiv, ja. Das ist gerade sowas von zwanghaft unterdrückt. Aber es ist jetzt nicht erkennbar, also was das Tier so aufgewühlt hat. Das ist jetzt gerade hervorgekommen. Nein, aber du erkennst auf jeden Fall eine Dominate-Kraft auf Jelly. Gut, da ich die selber nicht hab, also da ich selber Dominate nicht hab, so werde ich die nicht erkennen können, also welche Stufe das ist. Er weiß nicht, was es macht, aber es ist halt ein geistiger Einfluss. Und der wirkt dauerhaft oder ist das so ein Nachhall? Keine Ahnung. Okay. Es wirkt auf ihren Geist ein. Nicht rütteln. Willst du durch und dir das angucken? Ja. Klar. Ja. Ist Jelly das zu? Dann musst du entscheiden, ne? Also da spürst du definitiv Widerstand. Da merkst du halt die Angst, dass wenn du da reingehst, dass es rauskommt. Oder dass er für immer drin bleibt. Ja, das glaube ich nicht. Ich halte mich nicht für stark genug dafür, aber das ist halt so. Oder dass es dir wehtut, weil es hat mir wehgetan. Es wollte mich umbringen. Also, näher ansehen auf jeden Fall. Also, wenn du dich bewusst wehren willst, dann kannst du auch gern gegenwürfeln. Ich probiere das mal. Was muss ich denn da würfeln? Composure und Subterfuge. Composure und Subterfuge. Hast du genauso viele Erfolge, ist eine Mauer? Hast du mehr, schmeißt du mich einfach raus. Okay, Composure war was? In Deutsch? Und? Entschlossenheit? Warum hat er den jetzt übersetzt, alle? Bei Social einfach der unterste. Das ist... Fassung. Das Resolve. Fassung, genau.
War das nicht Resolve? Nein, Resolve wäre Entschlossenheit. Okay, dann alles klar, ja. Okay, also einmal Entschlossenheit? Nee, Fassung. Beides. Ah, hier ist es jetzt wieder auf Englisch. Also Entschlossenheit und Resolve. Ist das verwirrend? Dieser Bogen ist furchtbar. Gucken wir mal. Okay, doch. Deinen Werten. Und da ist die Mauer. Das ist halt die Mauer, die ich halt zu meinem Selbstschutz aufgebaut habe. Du merkst halt, dass ich auch einen großen Teil meiner Aufmerksamkeit darauf konzentriere, weil es halt da ist und kratzt. Ja. Also das sieht dann quasi so aus, dass so, als er näher geht, tatsächlich so eine Art Backsteinmauer regelrecht aufbaucht in so einer Schildformation direkt davor. Ja, ich würd das vielleicht sogar anders sehen. Also Ronan ist dabei, dieses Ding, also du schiebst die ganze Angst und die dieses Zittern und die Ungewissheit und alles das, was Jelly da drum postiert hat, zur Seite, willst dich da durchmogeln, siehst dieses hasserfüllte Ding und dann zieht dich irgendwas von hinten weg, bevor du eintauchen kannst. Okay. Und dann sitzt du wieder unter diesen Liebesdingern. Wie auf so einer Blümchenwiese. Ich glaube, da versuche ich das aber auch kein zweites Mal, dann komme ich zurück. Ei! Karamba! Entscheid dich mal, erst ja oder nein. Ich will nicht, dass es rauskommt. Süße, irgendwer hat es echt auf dich abgesehen. Auf dir liegt eine kainitische Disziplin. Woher soll die kommen? Ich weiß es nicht. Und zwar die Gabe der Beherrschung. Könnte deine Erzeugerin das auf dich angewendet haben? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was für ein Clan die ist. Vielleicht hast du dir das Gedächtnis gelöscht. Es könnte sowas sein, nur dass falsche Erinnerungen eingepflanzt worden sind oder dass irgendwas verankert worden ist. Aber ich kenne mich mit der Kraft nicht gut genug aus, um irgendwelche Rückschlüsse zu machen. Ich weiß, dass man jemanden konditionieren kann, wenn man das auf langen Zeitraum anwendet. Aber ich kann auch nicht sehen, woher das kommt oder wer das gemacht hat. Vielleicht sogar auf eine gewisse Art zum Schutz, damit du dich an bestimmte Dinge nicht erinnerst oder damit du vielleicht irgendjemanden bestimmt nicht erkennen sollst. Die Ventru sind da ganz groß drin. Könnte man, wenn jetzt es nicht so viele ist, in der Stadt. Könnte man mit Beherrschung dagegen wirken, quasi diese Blockade wieder lösen? Ich glaube nicht. Es ist ein, allenfalls könntest du wenn man weiß, was verborgen ist, dann könnte man vielleicht versuchen, dagegen was vorzugehen, aber. Aber im Allgemeinen ist es Manipulation mit dem Geist, das sollte man vermeiden. Aber positiv, es ist keine Besessenheit von einem Geist. Nee. Scarlett wirkt ein bisschen enttäuscht. Ich habe trotzdem die Frage, warum Kendra hinter ihr steht oder neben ihr oder wo auch immer du sie gesehen hast. Hinter ihr. Naja, keine Ahnung, vielleicht spürt sie halt einfach die geladenen Emotionen im Raum. Dann habe ich gerade ganz viele. Ja, habe ich gesehen. Nun ja, wenn man den Schriften Glauben schenkt, nähren sich Geister von Gefühlen. Sollte sie besser weggehen. Ich habe keine schönen Gefühle. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Es ist jegliche Art von Gefühlen. Ja gut. Jetzt, da wir meine
komplexer aufgearbeitet haben. Was habt ihr so verzapft? Man merkt, dass es ihr sichtlich unangenehm ist, über dieses Thema zu sprechen und sie es mal gerade so die 180 gemacht hat und so nach dem Motto, okay, jetzt seid ihr dran. Genug bei mir rumgestochert. Hey, Jell hier, erinnerst du dich noch an den Partybus? Darüber wollten wir nicht mehr reden. Erinnerst du dich an dieses tolle Getränk? Nein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber scheinbar haben die Anarchen, zumindest wurde mir das informationshalber gesteckt, sind sie dabei, eine Thinblatt-Armee aus Highschool-Schülern aufzustellen. Ich mach nochmal einen Rouse-Check. Ich meine, ein Raserei-Check. Ja. Machen wir ein harmloses Thema. Klar, andere Leute in das zu verwandeln, womit ich so Probleme habe, um sie dann umbringen zu lassen von der Kamarilla, ist ein harmloses Thema. Definitiv. Vor allem für mich als Beteiligte. Gucken wir mal. Meine Güte. Okay. Es flackert wieder. Schön. Zumindest scheint es so. Wir haben einen Tipp bekommen und uns zwei geschnappt. Bei ihr konnte ich es noch nicht mit Sicherheit sagen. Er ist ein Thinblatt. Mhm. Und es gibt scheinbar eine neue Sache für so junge Leute. Was hat Sam auf dem Schreibtisch liegen? Oh Gott. Den kaputten Laptop. wahrscheinlich irgend so ein Behältnis mit ein paar Stiften drin. Ich würde sagen, noch Gegenstände, Papiere, so Ablagekästchen. Also ganz normales Bürobedarf. Nichts sonst irgendwie. Im Regal nebendran steht immer noch die Vase mit der Asche von Andrew. Dann aber hat, auf dem Schreibtisch. Dann hat Jelly irgendwann so einen Bleistift genommen und ist gerade bei dem jetzt dabei, sich den so in die Hand reinzuschieben. Was tust du da? Okay. So während dem Unterdrücken der Raserei. Toll! So einfach so, okay. Zack. Das ist merkwürdig. Warst du das jetzt selber oder fühlst du dich jetzt kontrolliert? Kam das von außen? Entschuldigung. Kriege ich das mit, dass ich das mache? Oder mach ich ja, das wenn auch? Die anderen dir den Stift wieder abnehmen, definitiv, ja. Ich denke, Ronan und ich werden wahrscheinlich gleichzeitig so nach einer hält sie im Handgelenk, einer nimmt ihr den Stift weg oder so. Und plötzlich riecht es überall nach Blut. Okay, das mit dem Selbstverstümmeln. Das mit dem Selbstverstümmeln lassen wir wohl besser. Sie starrt so ihre Hand an, aus der es jetzt blutet. Warte, ich habe hier irgendwo ein Taschentuch da. Und ich würde dann ein Taschentuch nehmen, sie auf die Wunde drücken und sie auch festhalten, aber dabei weggucken davon. Also gezielt nicht hingucken. Scheiße, ich hab Hunger. Lalalala. Aha. Das sollten wir im Auge behalten. Aber in der Wüste scheint irgendwer ganz spezielle Drinks anzubieten. Drinks. Die knallen voll rein. Du willst mich gerade triggern, oder? Nein, genau das passiert. Und wir haben mal so ein bisschen die Adressliste gecheckt und also die ganze Stufe geht dahin, so rund 50, 60 Leute. Ja, dann. Wer weiß, vielleicht testen sie ja auch nur. Wir wissen ja nicht wirklich, ob sie eine Armee aufstellen wollen. Also, vielleicht sind es auch nur die beiden, weil sie sind bis jetzt die einzigen, die auffällig geworden sind. Also, Scarlett. Unser Plan war letztendlich, dass wir warten, bis er eine neue Party-Einladungs-SMS bekommt und hingehen. Okay. Dann machen wir das wohl.
Du solltest dich aber erstmal ein bisschen erholen. Es geht mir ausgezeichnet. Nein, geht es nicht. Ach was. Und dann geht es dem Ding da ausgezeichnet. Daddy, gibt es irgendwas, was wir tun können? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So ging es mir eigentlich nur, als ich das erste Mal aufgewacht bin. Und die Woche danach. Bis ich gerafft habe, was ich tun muss. Bis ich gerafft habe, was ich lassen muss. Hast du da irgendwas Spezielles gemacht? Was ist ich joggen gegangen? Oder keine Ahnung. Irgendwas, um diese Gefühle loszuwerden. Ich war auf der Flucht. Ich bin den ganzen Tag rumgerannt, quasi. Hab ein paar Stunden geschlafen, bin in der Nacht weiter. Kannst du mich als Punchsack gebrauchen? Ich glaube nicht, dass du gerade bist, dass ich auf dich los bin. Ich habe vampirisches Blut in meinen Adern und ich weiß nicht, was ich mit dir tun könnte. Das ist ein Punkt. Aber du könntest mir meinen Blutvorrat bringen, dann kann ich zumindest meine Fähigkeiten wieder in geordnete Bahnen bringen. Dein Blutvorrat? Ja. Jelly. Ich wohne jetzt übrigens hier. Ich bin sicher, wir können dir neues Blut besorgen, wenn du sagst, was du brauchst. Das kriege ich schon selber hin. Das daran ist auch so keiner. Punkt, den ich weiß, der Vorschlag wird wahrscheinlich keinem von euch gefallen, aber wir hätten noch Platz im Keller. Ihr wollt mich wegsperren. Oh, in dir drin bewegt es sich bei dem Gedanken gerade, aber sowas von. Ich will dich eigentlich nicht wegsperren. Ich will dir bloß die Möglichkeit geben. Ich habe Angst, dass du dir etwas antust, wenn wir schlafen müssen. Weil wir können, solange wir wach sind, können wir auf dich aufpassen. Können wir bei dir sein, können. Ich habe immer noch deine Hand übrigens in meiner. Aber wenn die Sonne aufgeht, keinerlei dann Wärme. Eine eiskalte Hand von Sam. Ich war auch schon da. Ich habe da schon ein paar Nächte verbracht. Ich bin nämlich ein, zwei Mal in Raserei gegangen. Da kann man sich mal so richtig austoben. Du hast Ronan das eine Mal selber eingesperrt. Ich will dich zu nichts zwingen. Es ist nur ein Angebot, weil ich mir Sorgen mache. Weißt du, das Tier ist eine Geschichte. Wenn es herausbricht und du zu einem Monster wirst, das wahllos töten könnte. Das ist eine Sache. Aber da du scheinbar nebenbei auch nur den Drang hast, dich zu verletzen, oder das Tier dich auf irgendeine abstruse Art quälen will damit, was ich nicht so ganz verstehe, und irgendwer Beherrschung auf dich angewendet hat, aus den Augen lassen werde ich dich jetzt auf jeden Fall nicht, sofern es in meiner Macht liegt. Außerdem hat das viel zu lange gedauert. Und so einen Schrecken verkrafte ich nicht nochmal. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist schon genug, wenn das deutet so Richtung dem ominösen Geist. Das
zwei davon. Dann probiere ich die Barriere selber aus. Ihr dürft mich nicht einsperren. Das macht das nur stärker. Natürlich. Aber vielleicht finden wir ein Ventil. I see. Ist gerade etwas schwierig. Kommt drauf an, wo er schläft. Also wenn ein Thinblatt das also im schlimmsten Falle irgendwo vielleicht, da er derzeit das Lieblingsspielzeug von Sabra ist. Das halte ich auch für eine gewagte Aber Strategie. Vielleicht können wir es bei unserem Vorgehen gegen diese... Sie vergiften quasi Kinder. Vielleicht können wir das dahin lenken. Wie geht es ihm? Kommen Sie damit klar? Sind Sie verwirrt? Haben Sie Angst? Ehrlich gesagt kapiert er es nicht. Aber er macht sich auch keine Gedanken drüber. Ja. Solange Sam öfters mal vorbeiguckt, ist er handzahm. Also, er hatte nur Augen für Sam. Die andere? Konnte ich noch nichts feststellen, aber... Wir wissen es nicht. Bei ihr geht's ähnlich, also. Es ist anders. Keine Ahnung. Du weißt ja selbst am besten, wie du dich die ersten Tage gefühlt hast danach. Aber die Situation war auch eine etwas andere. Das ist richtig. Wie werden die eingeladen? Die kriegen GPS-Daten aufs Handy gesendet. Daten und eine Uhrzeit und ein Datum. Und dann. Sie wechseln ständig den Standort. Was Schlaues. Hier? Bitte? Ich hatte dich nicht verstanden. Habt ihr sein Handy hier? Ja. Dann, keine Ahnung, fügt mich sein Kontakt hinzu oder so. Dann kriege ich das auch mit. Abgesehen davon, wie lange wollt ihr die hier unten festhalten? Seit wann sind sie hier? Seit sich die Leute nicht sorgen? Einem Tag ungefähr. Ja, zwei Tage schon, ne? Was mit ihren Eltern? Ihrer Familie? Bislang hat sie keiner vermisst. Es gab Vermisstenanzeigen. Das Problem ist jetzt... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, so was ich jetzt mit ihnen machen soll. Nach Hause gehen geht nicht. Der ursprüngliche Plan, den wir hatten, wären sie noch Menschen gewesen. Dann hätten wir ihnen Bustickets besorgt. Irgendwo weit weg hin, weit weg von hier, hätten ihnen das Gedächtnis gelöscht und ihren Eltern erzählt, dass die Geschichte aufgetischt, von wegen hier... Schwanger Brennt. Geworden, durchgebrannt ja. und so weiter. Das geht jetzt nicht mehr. Aber wenn mehr und mehr Thinblatts in der Stadt auftauchen, wird, und der Befehl ist eigentlich schon erlassen worden, wenn wir ehrlich sind. Ihr müsst uns umbringen. Das Problem muss gelöst werden. Nicht euch, Jelly. Ich würde niemals Hand an dich legen. Mir geht es aber vor allen Dingen um diese verfluchten Kinder. Es sind Kinder. Gut, man kann darüber streiten mit 16, 17, aber... Es gibt aber keine Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen.
Richtig, aber man kann sie integrieren. Man kann ihnen erklären, wie diese Gesellschaft funktioniert. Nicht unter dieser Führung. Eben. Wenn, jetzt nur mal wenn, das stimmt und wirklich zusammen mit diesem Jungen dort unten eine gesamte Klassenstufe Dünnblütige auftaucht, kann das Sabra nicht ignorieren. Das ist eine Masse, die können sie nicht umbringen. Die kann sie schon umbringen. Ja. Gibt es das nächste Busunglück? Eben. Ja. Das ist schon mal passiert. Und vor allen Dingen ist es dann mein Auftrag, das zu tun. Und wenn ich es nicht mache, bin ich meines... Ich würde es für dich tun, Ronan. Ich habe es dir schon mal gesagt und ich würde es auch für dich tun. Du bringst keine Worte von Kindern um. Doch, wenn es notwendig ist, dann tue ich das. Denn das ist ein sehr, sehr dorniger Weg, den du gehst. Wenn du anfängst, unschuldige Kinder umzubringen, begibst du dich auf eine Spirale, von der du nicht mehr herunterkommst. Soll ich sie noch mehr Menschen töten lassen? Wir müssen eine eigene Dass Ordnung Dass sie noch mehr Schuld auf ihre Seelen laden? Ernsthaft, Ronan, willst du das? Oh, Sam würde einen super Hunter abgeben. Verfickt nochmal, natürlich nicht. Sie sind einfach fucking unschuldig. Richtig. Denkst du, das weiß ich nicht? Die ganze Aber Struktur hier muss weg. Aber ich meine jetzt mal, blöd gesagt, Sabra hätte die Anarchen nicht dulden müssen. Beim Elysium hätte sie sagen können, töten wir sie. Sie hat es nicht getan, weil es eine Menge sind. Ja, aber es gibt Anarchen und es gibt Dünnblütige. Ich meine, es gibt Gerüchte, es soll sogar Primogene mit Dünnblütigen geben. Es sind aber, weißt du, das sind Gerüchte, das ist wie Märchen, das ist wie das Lebkuchenhaus. Ich weiß es doch nicht. Aber wenn das eine Masse sind, dann kannst du nicht Genozid begehen. Kann schon. Dann gibt es einen Notfall in der Schule, die Türen sind verschlossen und es wird ein Feuer angemacht. Du kannst es wie ein Amoklauf aussehen lassen. Das ja, würde hier heutzutage auch niemanden mehr. Und das erfordert zum Beispiel nur einen einfachen Befehl mit Beherrschung. Ja, aber wie tötet man im besten Fall 26 Dünnblütige, die tagsüber rumlaufen können? Schnellfeuerwaffen und Sprengsätze. Ja, wenn sie aber begreifen, was sie können, sind wir die Gejagten. Du musst nur schnell genug sein. Darum geht es ja. Wir haben keine Zeit für großeifernde Pläne. Wenn ich melde, dass die Gerüchte stimmen, spätestens dann wird eine Entscheidung gefällt werden. Wir haben die Möglichkeit, sie theoretisch einzeln abzufangen, jeden einzelnen von Ronan überprüfen zu lassen. Und nur diejenigen beiseite zu schaffen, die bestätigt und nachgewiesen Thinblood sind. Wir können noch nicht wissen, ob alle betroffen sind oder ob sie nur diese tollen Shots konsumieren. Wir wissen es nicht. Wir können gezielt vorgehen. Wenn wir Sabra sagen, was da läuft, dann wird sie diese komplette Jahrgangsstufe ausrotten. Wir können aber wirklich gezielt vorgehen. Aber Sam, die Methode, die ich habe, ist nicht absolut fehlerfrei. Ich kann das nur sagen, ich habe das bei Jelly mehrfach probiert, bis es geklappt hat, bis ich was feststellen konnte. Bei ihm hat es sofort geklappt. Ja, dann müssen wir einfach nach und nach jeden so lange testen, bis du eine Gewissheit hast, bis du definitiv sagen kannst, ja oder nein. Das bei ihm wissen wir es schon. Tage oder Wochen. Das ist für mich auch anstrengend. Es hilft uns nicht, wenn wir die Quelle nicht ausschalten. Ja. Wir müssen aber... Wir müssen erst die Quelle finden und den Zulauf stoppen. Dann müssen wir wissen, wie viele infiziert sind. Und dann müssen wir uns darum kümmern. Aber in dieser Zeit darf eigentlich keine Meldung an die Obrigkeit rausgehen. Denn wenn der Befehl erfolgt und ich ihn nicht ausführe, bin ich tot. Einer von euch. Bin ich tot. Verfügt einer von euch über finanzielle Mittel?
Moment. Und vermutlich würde der Auftrag dann an Malcolm gehen. Es gäbe noch eine Möglichkeit, was wir tun könnten, während wir nach der Quelle suchen. Obwohl. Wenn wir eine gewisse Menge an Geld zusammenkriegen, könnten wir suggerieren, dass sie in irgendeinem Gewinnspiel irgendeine Art Klassenfahrt oder Ähnliches gewonnen haben. Du willst eine Art Partybus initiieren. Ich will, dass sie über die Stadtgrenze gebracht werden. Aber dann sind wir wieder beim Thema. Können Dünnblütige die Stadt verlassen? Wir wissen, dass es eine Dünnblütige zumindest nicht kann. Dann schicken wir sie in den direkten Tod. Du weißt, was uns passiert ist. Jetzt überlege mal, wenn wir uns in einem fahrenden Vehikel befunden hätten, während wir auf diese Stadtgrenze zugefahren wären. Es geht wenigstens schnell. Und die von Ihnen, die noch Menschen sind... Ja, die sind dann wahnsinnig. Und stellen ebenfalls eine Gefahr für die Maskerade, weil sie gerade gesehen haben, wie ihr bester Freund zu Staub zerfallen ist oder so. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Kollateralschaden darf keine Option sein. Ja, natürlich, es gibt diesen alten Spruch, dass das Wohl von vielen über das Wohl von Einzelnen, aber wenn das die Anarchen so weit bin ich noch haben, nicht. Dann sollen die sich auch darum kümmern. Das tun sie ja gerade. Ja, nein, offenbar nicht. Oder irgendwas ist da eben noch dran. Es passt nicht zu den Anarchen. Es macht eigentlich keinen Sinn. Dann sollten wir vielleicht zuerst mit denen reden. Wer denn? Das Toreador-Liebchen der Camarilla, der Camarilla-Sheriff, der auch noch ein Tremere ist, die Ex-Sabbati, sorry, nicht persönlich gemeint. Ich war nie beim Sabbat. Mich wollten sie schon umbringen. Bruce. Der ebenso verschwunden ist, wie Jelly verschwunden war und wie Angela verschwunden ist. Und was? Bruce ist auch weg? Wann soll ich das? Eigentlich sollte Bruce kommen, als wir diese Teenager einkassiert haben, aber er war nicht im Treffpunkt und er geht doch nicht an sein Handy. Aber Bruce schien mir in letzter Zeit ziemlich mitgenommen zu sein. Von Anna Viele wissen wir auch nichts. Viele von meinen in letzter Zeit ziemlich mitgenommen. Von Anna wissen wir auch nichts. Es war allerdings auch keiner von uns an der Bar in letzter Zeit. Also. Ja, wann denn auch? Ja, sorry, wir waren da mit diesem kleinen Problem beschäftigt. Es ist einfach gerade, es tausend Dinge prasseln auf uns ein. Aber ich hätte, tja. Aber so dürfen wir nicht kalkulieren, aber uns läuft die Zeit davon. Na dann, lasst uns Zeit schaffen. Wie vorhin schon gesagt, wir brauchen ihn, um die Quelle zu finden. Das ist eine logische Argumentationsweise, vorerst. Ja, aber er weiß doch nichts, Scarlett. Ja, aber das weiß doch, wer hat dir den Auftrag gegeben? Das weiß doch die Person nicht. Aber wir können das doch erstmal vorgaukeln, so ungefähr. Wir brauchen ihn halt noch. Das können wir ihn rechtfertigen, dass wir ihn nicht gleich in die Ecke bringen. Dann wird sie als Primogen darauf insistieren, dass er ihr überstellt wird, weil sie so bessere Methoden zur Wahrheitsfindung hat. Genau. The World of Darkness. Fällt mir gerade ein. Aber was passiert eigentlich mit Ghulen, wenn ihre Herrchen verschwunden sind? Das kommt früher oder später. Schön. Also das kommt drauf an, wie lang dieses Band schon besteht und wie fest es war. Ghule, die ihre normale menschliche Lebensspanne hinter sich gelassen haben, sterben einfach.
Darum muss ich mich immer keine Sorgen machen. Mir geht es darum, wie muss ich mich verhalten? Noch, naja, du bist halt süchtig. Wie eine Heroinsüchtige auf Entzug. Das kriegst du hin. Ja. Zumindest anfänglich. Und dann wird es immer schlimmer. Irgendwann, so zumindest Berichte aus anderen Städten, fangen da Ghule an, Menschen anzufallen und versuchen, ihr Blut zu trinken, in der Hoffnung, dass es ihnen irgendwie das zurückgibt. Das ist dann die äußerste Stufe und dann werden sie erschossen. Echt ein feinfühliges Händchen, Ronan. Das bringt auch nichts, ihr ins Gesicht zu lügen, oder? Das ist ein Fakt. Naja, aber ich glaube, sie hat heute schon ein paar Mal mit sich gerungen. Deswegen, also sie werden auf jeden Fall gegoolt, diese Teenager. Und dann werden sie irgendwann zwischendrin vermutlich verwandelt. Ja, dann sollte ich wohl auf eine Party gehen. Du und Sam. Mhm. Ihr seht am jüngsten aus. Was? Denke ich. Was soll das denn heißen? Ich meine, ich habe mich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen, aber ich meine, ich glaube, ich bin... Wann warst du das letzte Mal auf einer Party? Das tut ja nichts zur Sache. Es geht gerade darum, ums Jungaussehen. Okay, glaube, du siehst verflucht jung aus. Scheiße, Mann. Ich glaube, wenn du unbedingt willst, ich will da eigentlich nicht hin. Hallo? Ja, gut, aber in den meisten Clubs gibt es, glaube ich, oder... Ich glaube nicht, dass Sam auf eine Party der Anarchen sollte, wenn es die Anarchen sind. Ja, gut. Kennen die doch. Ihr Gesicht ist bekannt. Ja, aber dich vielleicht auch. Ich kann mich herumziehen und mittlerweile sehe ich vom Gesicht ja auch nicht mehr aus, wie ich früher aussah. Ja, das stimmt. Naja, aber wenn die dumme Harpie eben nicht weiß, dass es eine Party der Anarchen ist. Ganz abgesehen davon hätte ich als hungernder Ghoul einen Grund, dort zu sein. Ich suche Adam. Ich brauche ein neues Herrchen. Ich würde sagen, wenn, dann gehen wir alle. Also diese Undercover-Geschichte ist immer... Wir gehen nicht undercover. Also, nee, was Jenny da andeutet, ist schon undercover. Ich sage, entweder wir gehen alle oder es geht keiner. Obwohl ich keinerlei Lust verspüre, auf so eine Party zu gehen. Gott, dass ich sowas jemals sage. Was bist du für eine Toreador, ey? Wir haben hier den untypischsten La Sombra, den untypischsten Toreador und den untypischsten Tremere zusammen. Mit einer untypischen Windblatt. Ist eine typische Bin ich untypisch? Windblatt? Für eine Windblatt? Keine Ahnung. Gibt's typisch? Ronan wirft mal einen kurzen fragenden Blick zu Sam und dann schüttelt er eigentlich schon selber den Kopf. Was? Und willst du Jelly noch was erzählen? Oder was? Nicht? Deine Entscheidung. Ist eigentlich auch egal. Hallo, ich bin Sam und ich bin ein blutmagisches Experiment. Das ist nicht metaphorisch gemeint. Hä? Scarlett würde dir so ein bisschen awkward so die Hand auf die Schulter legen. So als... Ich finde, das ist gerade ein schönes Schlussbild, weil wir müssen mal ein bisschen auf die Uhr gucken auch. Da gibt es die Story beim nächsten Mal. Genau, gibt es die Story beim nächsten Mal. Ja. Haben wir doch eine schöne Möglichkeit, und Feder nochmal in diese Runde zu zwängen. Jelly macht da, wenn das Gespräch vorbei ist, macht Jelly bei Bruce Telefonterror, bis der abhebt. Ich kann auch tagsüber. Ja, zur Not haben wir ja auch noch einen extra Platz frei. Dann könnten, wenn Makako meint, Bruce ist wieder so weit, dass er mit anderen Vampiren interagiert interagieren kann, dann ja. Ich glaube auch, dass die Erkenntnisse, die ihr ja heute gewonnen habt, oder die Pläne, die ihr schmiedet, dass das nicht gut für Bruce ist.
Nein. Für mich auch nicht? Ja. Hallo? Wir reden hier von einem Genozid an meiner Rasse? Ja, ja, genau. Danke, dass es mal jemand ausspricht. Ich bin davon nicht begeistert. Irgendwo sehe ich da so Malcolm in der Ecke stehen. Also ganz streng genommen ist das nicht richtig. Ja, ja, wir werden gleich noch ein bisschen im Aftershow ein bisschen drüber reden, was wir machen und was nicht. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt da draußen. War wieder eine Freude, mit einem umtriebigen Chat zusammenzuarbeiten. Sehr, sehr cool. Ja, euch da vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Peter, danke, dass man dich in alle möglichen Drucksituationen bringen darf. Ich bin belastbar. Peter ist irgendwann ein Diamant. Ist ja jetzt schon. Ein Rollenspiel-Diamant. Ja. Gut, und wir schauen dann in hoffentlich 2 Wochen, wie es weitergeht. Bin ich sehr gespannt drauf. Es spitzt sich immer weiter zu und ja, schauen wir mal. Wen hat sich das Scarlett wohl angelacht? In der Bibliothek war es irgendwie einsam, aber ruhiger. Ignoranz ist eine, was war das? Ein Segen. Und ich möchte betonen, zum Thema Ronins Geisteszustand, er hat die ganze letzte Zeit nicht mehr geraucht jetzt. Oh, verdammt, stimmt. Und das ist immer kein gutes Zeichen bei Ronan. Bin wieder da. Hey. Ja, okay. Also vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr die Runde ganz toll findet, empfehlt uns doch weiter, dass andere Leute auch davon profitieren können. Wenn ihr nicht genug kriegt vom Rollenspiel, guckt mal auf dem Nordpol vorbei. Über Feramin ist die ganze Zeit die Adresse eingeblendet. Wenn ihr mehr von meinem Zeug wissen wollt, dann schaut auf die Koala-Homepage. Hier. So. Und genau. Und wenn ihr uns unterstützen wollt mit dem ganzen Quatsch, den wir hier machen, dann schaut auch auf Patreon vorbei. Wie gesagt, da gibt es einen Haufen extra Content für Blood and Sand. Angefangen von Kurzgeschichten über Charakter und die Karte von der Stadt und so. Und wir sind dabei, auch noch Kanka-Board zu machen. Das ist allerdings für diese Sandbox etwas umfänglich und wir haben das noch vor kurzem erst angefangen. Das heißt, die Patreons würden bald die Möglichkeit haben, alle Charaktere aufgelistet zu bekommen, die es in dieser Stadt gibt, die schon mal da waren. Und die Karte einzusehen und die ganzen Plots nachzuvollziehen und die Gespräche nachzulesen und so. Das haben wir so ein bisschen geplant. Ich hoffe, dass wir das auch hinkriegen, weil es ist eine Menge Arbeit. Aber naja, für euch machen wir das. Schnüff. So, ja. Wie wär's mit einem Blood and Sand LARP? Ich bin nicht so der LARP-Fan. LARP reißt mich immer so aus der Immersion raus, irgendwie. Außer wir sind die Stadt ohne Namen, die wir nicht verlassen können. Bei meiner Körperfülle. Ja. Aber vielleicht macht der Rerion mal so ein LARP. Der ist eher so der Vampire-LARPer. Was? Und die LARPerin hier schlecht drin ist ja Feder. Ne? Da müsst ihr euch an Feder wenden, wenn ihr. Vampire-LARP habe ich auch schon gemacht. Und Illusion hochnehmen kann ich. Ja. Ja. Gucken wir mal. Man soll ja nicht nie sagen. Vielleicht überzeugt mich ja irgendeiner nochmal, dass LARP einen Mehrwert hat. Also für mich jetzt. Ganz viele da draußen hat es einen Mehrwert, aber für mich jetzt persönlich nicht. Aber gut. In 2 Wochen geht's weiter. Aber vorher kriegt ihr bestimmt noch Entzugserscheinungen, was Rollenspiel angeht. Und dann könnt ihr euch bei Rerion auf dem YouTube- und Twitch-Kanal mal umgucken. Was gibt's denn da, Rerion? Ja, das ist ja mal vorbereitet hier. Da geht es direkt Dienstag hoffentlich jetzt endlich weiter mit Call of Cthulhu und dem Horror im Orient Express. Horror der ganz anderen Art, ja. Horror der ganz anderen Art. Genau.
Ja, Mondi hat auch einen YouTube-Kanal und einen Twitch-Kanal. Aber da ist momentan ein bisschen Gemütlichkeit angesagt. Ich bin momentan im Umzug, da passiert aktuell nicht viel, aber man findet noch viele alte Projekte, die man sich mit anschauen kann. Umzug ist immer gefährlich, da hat man nachher ganz lange kein Internet, habe ich mir sagen lassen. Man munkelt. Ja. Feramin hat zwar einen YouTube-Kanal, aber das ist noch, ja, da ist noch wenig Content drauf. Und ich glaube, es ist auch nicht geplant, dass da in nächster Zeit was darauf dazukommt. Nein, nicht wirklich. Aber falls ihr sie mal suchen wollt oder ihr was Nettes auf Twitter schreiben wollt, bitte, ja, irgendeine Genau. Idee, wie man Sheriff wird, nimmt sie bestimmt entgegen. Wer? Wer? Ja, und Fena hat ebenfalls einen Kanal auf YouTube, wo sie interessante World of Darkness Sachen auch macht. Also wenn ihr da irgendwie mehr World of Darkness wollt, dann könnt ihr bei Feder Wechselbike gucken zum Beispiel. Oder heute ganz toll ein Zeichenvideo über ein DSA-Zeug, was sie von bei Pölle gesehen hat. Immer ein Blick wert, der Federkanal. Genau. So, genug Werbe der Werbung. Habt ihr noch was zu sagen? Danke fürs Zugucken. Genau. Genau. Ja. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Den Segen der Nacht. Ciao. Tschüss. Ciao.